3 Jahre hör mal zu. Danke für deine Treue und danke für dein Like. '75 in Bayern, auf dem Plattenland. Wilderei war damals noch an der Tagesordnung. Viel Vergnügen jetzt mit diesem Retro-Hörspiel exklusiv von Hör mal zu. Danke für dein Like. Montagnacht, 0.30 Uhr, Gasthof zum Hirschen. Und, habt's, 4 Stück haben wir. Jetzt ist lang rum, schau ich mir drin an. Jetzt ist gleich unten im Keller. Aber leise muss gehen. Ein etwa 20-jähriger und 40-jähriger Mann tragen Rotwild über der Schulter und bringen es in den Kellerraum, den Kühlraum des Wirtes. Ein Wunder, dass wir klar sehen, gell? Erst muss ich's anschauen. Aber geschossen, alle Tiere. Keine Verkehrsdaten oder so, gell? Also für ein Schwachsviech zahle ich keine 100. Dann verkaufen wir's woanders. Nachdem sich die Wilderer mit dem Wirt geeinigt haben, steigen sie in ihre alte Klapperkiste und fahren davon. Also, bleib sauber, gell? Mit den unteren Kohle behalten wir den ab. Okay. Wegen dem anderen reden wir nochmal, gell? Okay. Heute Mittag treffe ich die Blasen im Spielsalon. Kommst du da? Ja, wenn's mir mit der Arbeit ausgeht. Also dann, so lang, Bibi. Servus, Joe. Danke dir nochmal, gell? Die Eltern des jungen Wilderers wissen nichts von seiner schwarzen Tätigkeit. Sie können nicht schlafen, weil er immer noch nicht zu Hause ist. Was ist denn? Der Bibi. Jetzt ist gleich 4. Also das geht wirklich nicht. Jetzt lass ihn doch. Du hast doch kein Kind mehr. Das musst du gehört haben. Obwohl er sich sehr leise ins Haus schleicht, wird Bibi doch entdeckt. Wo kommst du jetzt her? Du hast meinen Gewehrschrank aufgebracht. Du hast doch gar keinen Schlüssel dafür. Was heißt denn mein Gewehrschrank? Das ist immer nur der Gewehrschrank von meinem Vater. Lass deinen Vater aus dem Spiel. Ich hab dich gewarnt, diesmal mach ich ernst. Was? Wenn du von nichts mehr Respekt hast, du Verbrecher. Rauben und Morden, das ist doch das Widerlichste, was ich mir denken kann. Mein Vater, wenn das noch erlebt hat, der Schlager des Bär über den Schädel. Dem vielleicht was anderes auch noch nicht gefallen. Mein Vater. Halt dein freches Maul! So. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dran bin mit dir. Meinst du, ich bin so blöd? Und geh wegen dir in den Knast? Vater. Aber ich bring dich da ein, wo du hinkommst, Birscherl. Verlass dich drauf. Kannst du danach gleich wieder einen Job im Schlachthof suchen? Weil die Mama dann nämlich vielleicht rausschmeißt. Was ist denn schon wieder? Ja, frag nur selber deinen Herrn Sohn. Mein Gott, Bibi, jetzt haben wir dich doch so drum gebeten, dass du es nicht mehr machst. Und du hast mir's doch auch versprochen. Was ist denn bloß mit dir? Was mit dem ist, der wirst dich noch wundern. Er steht schon mit einem Fuß im Zuchthaus, dein feiner Herr Sohn. Bibi, versteh das doch. Wenn das aufkommt, das wäre doch furchtbar. Für uns alle und für unser Geschäft. Das ist doch dem wurscht. Hast du es noch nicht gemerkt? Kaputt machen, alles kaputt machen, das will er. Und das nächste Mal schießt er mich noch über den Haufen. So weit sind wir nämlich schon. Jetzt red doch nicht sowas. Ja, hast du auf mich angelegt oder nicht? Und geschossen, gell? Und alles ohne Jagdschein. Was hast du diesmal wieder für eine Klump dabei? Was ist denn das da? Ein Brezenständer. Ja, wer braucht denn sowas? Und mein Bruder, man muss schon ein bisschen denken, auch, wie man was macht. Wenn nichts anderes drin ist. Ferienhäuser, was willst du denn da? Der Fernseher ist doch gut, Opa. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Aber die Leute wollen halt alle Farbe, ne? Hast du ein bisschen Geld mitgebracht? Ja, aber das brauche ich selber, Opa. Weil er will ich nur 600 Mark schuldig bin. Und er schlagt mir das Kreuz ab, wenn ich es ihm die Woche nicht bringe. Ja, gut. Das sind die Sachen. Wenn wir so tippt hätten im Lotto, wie es ich gesagt habe, hätten wir gewonnen. Ja, dann wären wir jetzt wieder 150 Mark los gewesen. Das war schaurig schön, so ein richtiges Wilderer-Drama. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber der Herr Feigl hat mir die wichtigsten Stellen ins Deutsche übersetzt. Ja, bei sowas ist es schon gut, wenn man einen Dolmetscher mit dabei hat. Entschuldigung,
Darf ich bekannt machen, das ist Herr Brettschneider, das ist Frau Hansen, eine Kollegin aus Berlin. Grüß Gott. Guten Tag. Ja, der Herr Feigl hat uns schon erzählt, dass Sie sich bei uns ein bisschen umschauen wollen. Leider muss ich nur heute schon wieder fahren. Frau, aber kurz. So, das sind die versprochenen Unterlagen. Aber gell, wenn es für was Dienstliches haben, mit mir nicht, ich hab heute frei. Wieso? Wieso? Ich hab mich für heute beurlaubt mit Ihrer gütigen Erlaubnis. Oder wollen Sie vielleicht wissen, wie viele Überstunden ich noch gut hab? Nein, nein, Herr Feigl, das ist uns schon gegenwärtig. Wir waren ja immer dabei. Eben. Und drum nehme ich mir heute einen Tag frei. Das reimt sich ja sogar. Tja, manchmal hat unser Chef eine dichterische Art. Aber jene, meine Herren? Oder ist noch was Wichtiges? Ja, sogar sehr. Es geht um die Platzverteilung in den Omnibussen für den Betriebsausflug. Geschleichen Sie nur doch. Kommen Sie, Frau Hansen, mit solchen Menschen verbringe ich doch nicht meine Freizeit. Schon viel lieber mit Ihnen. Unheimlich locker ist er mit. Beinahe jugendlich. Ja, ja. Im Frühling verliert sogar das Alter seine Schrecken. 15 Mark. 15, bitteschön. Bin so frei, danke schön. Aber vielleicht erinnern Sie noch mal dran, Herr Papa, gell? Dass er es nicht vergisst. Mein Mann wäre auch da, sagen Sie. Ich werde es ausrichten. So, und 5 Mark zurück. Dankeschön. Dankeschön. Und wenn die Mama vielleicht auch Lust hat, ist es mit Damen, sagen Sie, gell? Auf Wiedersehen. Ist auch so. Auf Wiedersehen, Frau Strobel. Vielen Dank, Wiedersehen. Mahlzeit. Du, Hannes, wer macht denn heute die Gaststättenauslieferungen? Das muss heute halt der Bibi machen. Weißt du, ich habe die Versammlung vom Jagdverband. Ich fäng um 8 Uhr an und bis ich draußen bin in Tölz. Mama, hast du einen Moment Zeit? Jetzt komm halt rein, wir essen gleich. Ich hab keinen Hunger hab. Das hat doch jetzt auch keinen Sinn, Bibi. Wenn ich keinen Hunger hab, Mama. Der Strobel lässt ihn ausrichten. Er sollte nicht vergessen, heute Abend, sein Schützenschmarrn, um 8 Uhr Franziskaner. Du hast ja schon was anderes. Ja, es geht nicht, ich bin nicht da. Warum, wo ist er denn? Nach Tölz fährt er noch, ist vom Jagdverband irgendwas. Klasse, dann machen wir 2 einen schönen Abend. Du willst jetzt wirklich nichts essen? Nein, für die Mama. Servus. Um 3 bin ich wieder da. Ich sag Ihnen was. Ich schau mir die Sendungen oft mit Fleiß in Schwarz-Weiß an. Und wiederholen? Du hast ja früher im Kino auch nichts anderes gesehen, ne? War auch schön. Früher im Kino war es auch schön, sagt der Herr. Ja, das ist schlecht. Ah, es ist ja ein solches Kreuz mit dem. Jetzt bräuchten wir unsere Matten. Tonlich sind Sie mit dem ganz gut bedient und preislich auch. Ich hab's Ihnen ja schon gesagt, ne? Die kriege ich über meinen Neffen direkt vom Werk. Sind eigentlich nur für Angehörige. Und darum dürfen sie auch niemand was sagen, was sie nicht haben. Sagen wir gar nichts, nein. Ganz stolz einmal. Sag mal, die Lieferung von Birken Westermeier hast du überwiesen? Herrschaftszeiten, das habe ich vergessen. Ja, gut, dass ich nachgeschaut habe. Also wie gesagt, wenn es später wird, dann bleibe ich gleich draußen und schaue morgen früh mal nach die Jungfix. Ja, ja, ist gut. Wieso hat denn der sein Gewehr dabei? Geht er gar nicht zu seiner Versammlung? Er wollte anschließend noch ins Jagdhaus, wenn es später wird. Bibi, es ist 6 Uhr. Du musst schauen, dass du das Zeug wegbringst. Schon gut, Mama. An der Landstraße nach Oberolching. Kann ich ein Stück mitfahren? Wo wollt ihr denn hin? Ach, irgendwo im Süden. Kriegen Sie Ihren Sack hinten rein? Ja, leicht. Danke. Ich fahre aber bloß bis Tölz. Das macht nichts. Klasse. Jetzt habe ich den Tisch schon bestellt, Mama. Das können wir nicht mehr absagen. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Das hat mir wieder so zugesetzt, euer Streit heute früh. Ich schaue richtig alt aus. Du bist schön, Mama. Du bist die schönste Mama auf der ganzen Welt. Sagen Sie ihm, ich hätte Panne mit dem Wagen und der Mechaniker weiß nicht, wie lange es dauert. Ja, wenn er rechtzeitig fertig ist, komme ich natürlich. Und grüßen Sie Kameraden, gell? Nein, es wäre mir lieber, wenn Sie nicht daheim anrufen. Wegen meiner Frau, damit sie sich nicht beunruhigt. Naja, vielleicht klappt's ja doch noch. Wiedersehen. Und? Hast du Angst gehabt, die brennen damit durch? Ich komm gerade zufällig vorbei. Kann man auch was essen? Freilich. Wir haben sogar so viel, dass wir es verkaufen müssen. Da ist noch ein Tisch frei. Stellen Sie noch was mit. Wild heute sehr zu empfehlen. Wild? Mag ich nicht.
versprochen? Versprochen. Also dann kommen Sie gut rein. Dankeschön, Herr Feig. Wiederschauen. Wiederschauen. Nett. Guten Flug. Danke. Mittwoch, der 26. November. Polizeipräsidium München Mitte. War Kommissar Lenz? Ja. Ja. Und wo ist es? Grünwalder Forst. Ein Mädchenleiche in einem Schlafsack. Ja, ist schon klar. Sagen Sie, eine Absperrung ist draußen. Okay. Ja, da werden wir jetzt unseren Liebhaber vom Dienst in die raue Wirklichkeit zurückbeordern müssen. Feigl, wieso Frühlingserwachen? Sie haben neuerdings auch diesen sonderbaren Drang, immer witzig sein zu müssen. Ihr wunderbar geschlafen, wieso denn? Na, also was ist? Ascher her. Hast du das gesagt, dass es umgebracht worden ist? Nein, das ist nicht witzig, das ist eine ganz sachliche Frage. Also mit Reisig zugedeckt, ja. Naja, da kannst du es nicht selber gewesen sein. Sehr scharfsinnig bemerkt von Ihnen, ja. Also ist gut, hol's mich halt ab. Was ist denn los? Wie spät ist es schon? Achte. Kommst du jetzt oder gehst? Magst du das Moped in den nächsten Tag? Warum? Nix. Und halt. Bist du fort? Hat's was gegeben? Ja, alles okay. Du brauchst nicht. Was ist denn der Schlafsack? Woher soll ich das wissen? Du fährst nicht hin. Wenn jemand nach mir fragen sollte, kannst du ja sagen, dass er heute Nacht ganz Zeit daheim war. Drüben bei der alten Eichen am Hochfeld habe ich auch einen Fuchsbau gefunden, der ganz frisch befahren ist. Ja, ja, den kenne ich schon. Da sind welche drin. Auf die Lur, da passe ich schon lang. Und heute früh, wie ich hinaus bin, habe ich einen Sechser gesehen. Ganz nah beim Haus. Das ist der von voriges Jahr. Aha, der steht aber ganz gut heuer. Ja. Na, wie wär's? Auf ein Schnapsel? Ja, das sage ich nicht. Und wenn Ihre Frau heute kommt, Weichselbaumer, soll sie uns die Bettwäsche mitnehmen. Ja, ist gut, ich sag's ja, Mauder. Sitz, Mauder, sitz. Auf. Prost. Auf Ihr Spezielles, Herr Mader. Dann fahren Sie jetzt gleich wieder in die Stadt, ne? Tja, das Geschäft. Ich wäre gar nicht rausgefahren, aber durch das, dass gestern die Sitzung war, ein tolles... Ja, Sie arbeiten Sie noch mehr auf, Herr Mader. Komm, wir gehen jetzt. Jetzt geh weiter, komm. Die Wunde hat äußerlich kaum geblutet. Ich nehme an, Herzschuss. Herzbeuteltamponade. Wie lange hat sie nach dem Schuss noch gelebt? Wenn die Herzbeuteltamponade stimmt, Minuten. Und außer dem Schuss keine Spuren anderer Gewaltanwendung? Nichts gesehen bis jetzt. Und wann ist es passiert? Tja, noch warm. Dadurch, dass sie in dem Schlafsack liegt, ist sie langsamer abgekühlt. Totenstarre Leichenflecken. Vielleicht kann man nach der Obduktion was Genaueres sagen. Wenn die vorher passellos rumtrampelt, die Salznegger, ist natürlich von Schleifspuren nichts mehr zu sehen jetzt. Das sehe ich auch ohne Schleifspuren, dass die da nicht erschossen worden ist. Die hat einer dahergeschleppt. Der Ausrüstung nach war schon eher ein Zugvogel. Also, Sie bleiben heraus, Lenz. Die sollen die ganze Gegend gründlich absuchen. Und dann klappern Sie die Umgebung ab. Forsthaus, Anwohner, Gaststätten und so weiter. Wenn was ist, ich bin im Büro. Brettschneider, bringen Sie mich ins Präsidium. Mhm. Und dann fahren Sie mit dem Staatsanwalt zur Obduktion. Vergessen Sie den Erkennungsdienst nicht. Ja. Waschen Sie bitte schön. Und machen Sie auch innen gründlich sauber die Sitze hinten und vorne. Mhm. Dann kriege ich hier einen Kaffee in der Nähe. Gleich da hinten, 200 Meter rechts. Fahndungsmeldungen sind raus. Pressestelle ist auch informiert. Aha. Die Doktoren sagen, ein Geschlechtsverkehr hat stattgefunden. Nur für die Eichkatzel wird es nicht auszunehmen. Sie entwickeln sich langsam, aber unaufhaltsam zum Komiker. Außer dem Schuss keine anderen Verletzungen. Demnach war sie damit einverstanden. Was haben wir vergangene Nacht für eine Temperatur gehabt? 8 Grad. Da wird es im Wald draußen ein bisschen kälter gewesen sein. Können Sie sich in Ihrem Alter einen Zustand der Erhitzung vorstellen, dass man sich bei solchen Temperaturen pudelnackert auszieht? Für sowas bin ich nicht repräsentativ, Herr Feigl. Aber wenn das im Schlafsack vor sich gegangen sein sollte... Sie haben doch den Schlafsack gesehen. Die ist hinterher da reingepackt worden. Nach dem Schuss. Naja, ich bin ja derselben Meinung wie Sie, Herr Feigl. Also, Todesursache
Herzbeuteltamponade. Kleinkalibergeschoss 5,6 mm. Das Projektil hat es an der Rippe so zerlegt, dass man nicht mehr feststellen kann, ob aus einer Pistole oder einem Gewehr. Aber dass sie überhaupt nichts Persönliches bei sich hat. Normalerweise haben sie doch ein Taschel am Gürtel oder sonst wo. Mit Geld oder Ausweis. Vielleicht hat sie einen größeren Geldbetrag bei sich gehabt und ist deswegen... Sie, wenn einer hinterher auf die 100 oder 200 Mark von dem Madel reflektiert hat, sieht der Pack das nicht umständlich im Schlafsack und verstaut's unter 30. Der bedient sich, schießt meinetwegen und haut ab. Nein, 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 da falle ich nicht drauf rein. Immer freundlich und für jeden ein nettes Wort. Wiedersehen, Herr Landtaler. Da können Sie zwar stolz sein auf Ihren Herrn Sohn. Ja, wiedersehen, Frau Moser. Ja. Kommen Sie bald wieder. Wiedersehen. Bist du schon da? Das siehst du. Warum? Nur so. War irgendwas los? Was soll denn los gewesen sein? Ja, Anruf oder was? Nichts Wichtiges. Und gestern Abend? Was gestern Abend? Ja, ich habe angerufen. Waren wir beim Essen? Die Mama und ich? Mindestens fünfmal angerufen. Warum? Ich bin gerade in der Polizeiinspektion Grünwald, Herr Feigl. Da ist heute Nacht ein Autodiebstahl angezeigt worden. Was? Nur einer? Gratuliere, das ist eine echte Sensation. Der Fall ist gelöst. Hochinteressant, Herr Lenz. Es könnte aber wirklich interessant sein. Der Wagen ist vor dem Lokal Jägerstüberl gestohlen worden und das ist nur circa 2 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Ach, ging ganz zu. Das bringt doch nichts. Der Diebstahl wurde kurz nach 24 Uhr festgestellt. Das deckt sich ungefähr mit der Tatzeit. Na, also gut, Lenz, geben Sie der Einsatzzentrale dringendes Fahndungsersuchen durch. Vielleicht bringt's was. Was haben Sie gesagt? Jägerstüberl? Sie, das kenne ich doch. Na, freilich auf der Straße nach Tölz. Wissen Sie was? In 20 Minuten bin ich draußen. Grüß Gott, Herr Herrn. Grüß Gott, Frau Löhr, wir hätten gerne einen Wirt gesprochen. Geht es? Freilich. Moment, bitte schön. Ja, danke schön. Das kenne ich noch als Bub, da sind wir öfter rausgefahren mit dem Radl, mit dem Vater noch. Damals war es noch eine kleine Bauernwirtschaft. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, Herr Wirt. Um was geht's denn? Ich sag gerade, Ihr Lokal kenne ich schon von früher her. So? Als Bub, ja. Feigl, Kriminalpolizei, und das ist Herr Lenz. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Okay. Darf ich Ihnen irgendwas anbieten? Nein, danke, um die Zeit nicht. Tja, Herr Wirt, bei Ihnen ist vergangene Nacht ein Auto gestanden? Ja, vom Parkplatz draußen, ja. Erklären Sie, die haben mir so leid getan. Das sind Stammgäste bei mir, junge Leute. Und das ist ja das erste Mal, dass sowas vorkommt bei uns. Ja, und als Wirt schaut man sich seine Gäste schon genauer an, habe ich recht? Wir wissen es. Zu uns kommen so viele Leute von der Stadt raus und von überall her. Und ist Ihnen niemand besonders aufgefallen, der vielleicht für den Diebstahl in Frage käme? Nein, nein. Haben Sie die schon mal bei Ihnen gesehen? Nein. Hätte sie wisst, ne? Die hat man heute früh erschossen aufgefunden. Ja, im Wald. Nicht weit von hier, ungefähr 10 Minuten. Das ist ja furchtbar. Erschossen, sagen sie. Mhm. Bei uns heraus. Ich möchte es nicht glauben. Ja, es ist aber leider so. Ja, das wär's dann schon. Ja, tut mir leid. Übrigens, draußen steht bei unserem Wagen seit gestern Nacht, den niemand gehört. Ist auch nicht schlecht. Einer fehlt und einer ist übrig. Da hat wahrscheinlich eine Angst um seinen Führerschein gehabt. Ja, so seit am Tag gestanden, dass er die anderen blockiert hat. Der war doch schon besoffen, wie er gekommen ist. Der ist ja offen. Der ist gestohlen, eindeutig. Zündung kurz geschlossen. Aha. Da hat vielleicht einer bei Ihnen die Pferde gewechselt. Also irgendjemand ist in der Nacht von München... Ritz! Wann ist der erste Autodiebstahl angezeigt worden? 20.30 Uhr und der Besitzer sagt, dass er nur eine Stunde dort gestanden hat. Aha, also vor 20.30 Uhr zum Jägerstüberl rausgefahren und spätestens um 24 Uhr weiter. Und das Mädchen ist zwischen 24 Uhr und 1 Uhr erschossen worden. Das ist alles, was wir wissen. Angelpunkt? Das Jägerstüberl. Brav. Also, meine Herren, schaut euch ein bisschen rum in der Gegend, ja? Mei,
Da ist so ein Betrieb gewesen gestern Abend. Ja, da kommt man oft gar nicht dazu, dass man sich die Leute anschaut. An dieses Mädchen können Sie sich nicht erinnern. Wer soll denn das sein? Na. Und sonst da nichts? Ja, einen Wagen haben sie gestohlen gestern Nacht. Ja, das weiß ich auch. Da ist aber noch was gewesen. Noch was? Da war einer da, ja, der hat doch Pfeil gerade zwei Schlachtschüsseln verdruckt. Und das bei unseren Portionen. Ja, und bei euren Preise. Und der hat ja gar nicht Zeit. Aber dass sie blitzt? Der war vom Chef eingeladen. Achso, den hat der Chef. Vielleicht auch der Spätzle vom Chef. War der schon öfter da? Kenne nicht. Also, dass der mir aufgefallen wäre. Gib, beschreib's mir doch den einmal. Ja, so ein blasser, schmaler, rothaariger. Früher hat man halt gesagt, so ein Zigarettenbürscherl. Wissen Sie schon. Mei, da wird er heute keine Rücksicht genommen, ob so alter Krauderer sein Schlaf hat oder nicht, gell? Das bekümmert den wieder gar nichts. Sein Vater. Ja, das war noch ein anderer Mann. Da war das heraus noch eine Idylle. Aber heute geht's ja die halbe die Nacht mit den Autos, das Türen schlagen. Sie haben zuerst eine Andeutung gemacht, dass Sie schon ein paar Mal so merkwürdige Sachen beobachtet haben bei der Nacht. Was war denn das? Ja, wissen Sie, ich will nichts behaupten, gell? Aber man sagt ja nur, von nichts kommt bekanntlich nichts. Hat ihm ja auch ganz schön was gekostet, der Anbau. Na ja, und da macht man sich halt so seine Gedanken drüber nachts, wenn man nicht schlafen kann, gell? Und sieht's dann, wie die Lieferungen kommen mit dem Wild, so um 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh und alles geht so husch, husch. Wann war denn das zum letzten Mal? Na ja, heute haben wir Mittwoch. Ja, gestern am Dienstag in der Früh um 14:45. Sie haben einen Rieschling bestellt. Jawohl. Bitteschön. Guten Appetit, die Herren. Dankeschön. Ist natürlich rechtlich äußerst bedenklich, was wir da machen. Was? Na ja, nachdem begründeter Verdacht auf Wilderei besteht. Wieso schmecken Sie was? Hab's noch nicht probiert. Also. Mensch schmecken ausgezeichnet. Meins auch. Da sagt man immer, Unrecht gut gedeiht nicht. Die Nummer von dem Kombi hat sich der Herr Nachbar nicht zufällig gemerkt. Die hat er nicht sehen können auf die Entfernung. Also zwei Burschen. Ein kräftiger und der Sänster. Und ein schmaler Blasser. Das zergeht einem förmlich auf der Zunge. Der schmale Blasse, der ist am Abend drauf noch einmal gekommen. Vielleicht ist er anschließend wieder auf die Jagd gekommen. Wir haben doch einen Sachbearbeiter für Wilderei. Oder der Rotter vom LKA, mit dem habe ich Fußball gespielt. Libero hat er gespielt bei uns, der Rotter. Gar nicht schlecht. Ich habe überhaupt das ungute Gefühl, Herr Feigl, dass wir im Moment für andere die Arbeit machen. Also Lenz, er mit Ihrem Libero. Und einen Durchsuchungsbeschluss beantragen, gell? Psst, Achtung. So, die Herren, schmeckt's? Mmh, hervorragend. Ausgezeichnet. Picobello. Da kommen wir bestimmt noch einmal drauf zurück. Ja, es wird mich freuen. Natürlich will man auch den Keller sehen. Ist ja wohl irgendwie selbstverständlich. Ja, und da geht's halt den Keller runter. Wollt ihr ihn auch sehen? Bitte schön, ja? Wollen wir auch sehen, Herr Dirscher. Ist halt der Keller, nicht? Da. Muss ich aber schon noch mal fragen, auf was eigentlich haben Sie den Durchsuchungsbefehl? Hat man da vielleicht wer was neithaken wollen? Da gibt's schon sicher eine Neithamme. Schauen Sie, Herr Dirscher, es passiert Ihnen ja nichts, wenn Sie der Verdacht nicht bestätigt. Wir haben einen Hinweis erhalten. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ja, aber von wem hätte ich gern wissen? Gehen wir, Herr Dirscher, umso schneller haben wir es hinter uns. Ja, da ist ein Haufen Zeug und Klub in dem Keller. Der Brausthaus sammelt sich auch noch an. Das macht doch nichts. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Aber wie gesagt, ist halt ein Haufen Klub. Was ist denn das? Hört sich an wie ein Kompressor. Gehen Sie da schon. Machen Sie mal Licht da drin. Machen Sie bitte schon auf, Herr Dirscher. Man entdeckt frisch geschlachtete Rehhälften. Soll ich genau sagen, wann es geschossen worden ist? Danach zum Dienstag. Jetzt machen wir es Witz, gell? Nein. Steht es in Ihrem Wildhandelsbuch? Kann sein, dass es noch nicht eingetragen ist. Und die Ursprungszeichen haben wir weggeworfen. Schauen Sie, der Schau. Erstens ist das Fleisch noch ganz rot.
Und zweitens deckt sich das genau mit unserer Anzeige, dass Sie gewildertes Fleisch kaufen. Zum letzten Mal in der Nacht von Montag auf Dienstag so um 2 Uhr rum. Das ist interessant. Da weiß jemand mehr als ich. Soll vorkommen. Jetzt passen Sie auf, Herr Dirscher. Ihre Wildbestände gehen wir nachher noch ganz genau durch anhand Ihrer Unterlagen. Aber der Kollege von der Mordkommission hätte gern gewusst, wer die zwei Burschen waren, die einer das Wild gebracht haben. Also ein rothaariger Schmaler und ein kräftiger. Ich sag's Ihnen, wie es ist. In so ein Geschäft wie das unsrige. Vor 3 Jahren habe ich über 80.000 Mark investiert, weil man es den Leuten halt auch ein bisschen nett machen möchte. Wissen Sie, das interessiert mich weniger, Herr Fischerl. Die zwei Burschen interessieren mich, weil die vielleicht noch mehr Dreck am Stecken haben. Nee. Namen weiß ich nicht. Ja, glauben Sie mir, ich will ja da nichts reinkommen, um Himmels Willen. Der eine soll der Sohn von einer Wildhandlung sein. In München. Haben selber eine Jagd angeblich. Wahrscheinlich wird er halt ein bisschen kurz gehalten von daheim. Da zweigt er eben hier und da was ab vom Geschäft. Die kriegen das Wild vom Ostblock. Und da gibt's keine Ursprungszeichen. Nicht? Na, so meine ich, läuft der Hase. Bei irgendeinem Klump kaufe ich nicht. Bei mir gibt's nur einwandfreie Ware. Der rothaarige Schmale, der war am Donnerstag, nein, am Dienstag noch mal bei Ihnen heraus. Sie haben noch 100 Mark bekommen und die hat er sich abgeholt. Sonst nichts, Herr Rotter? Nein. Wie gesagt, die Kühltruhen waren voll illegal erworbenem Wildbret. Ja, das ist ja nicht unser Bier. Ich hab's, Herr Feigl. Wir schreiben ins Protokoll, der energische Einsatz der Mordkommission bei einem Fall von Wilderei muss als einmalige Amtshilfe unter besonderer Berücksichtigung des 100. Todestages von Georg Jenerwein Wildschütz zur Schliesse gewertet werden. Ja, sehr komisch. Bin aber trotzdem dafür, dass einer von uns bei der Überprüfung der Wildbrethandlungen mitgeht. Also meinetwegen, solange wir sonst nichts zu tun haben, ist mir wurscht. Aber Sie nicht brechen, Sie bleiben da und schreiben ein Protokoll, gell? Ja, Feigl. Sie sind's, Frau Kollegin. Das ist aber nett, dass Sie anrufen. Nein, Sie stehen gar nicht. Einen kleinen Moment einmal. Ja, ist noch was? Ja, ich gehe dann mit dem Rotter los, ne? Ja, gut. Und Sie brauche ich jetzt auch nicht, Herr Brettschneider. Da bin ich schon wieder da. Naja, wie es halt so einem alten, einschichtigen Esel geht, ne? Also, wie packen wir's an? Bleibt man's heil? Kommen eigentlich nur ein paar Geschäfte in Frage. Ihr kennt sie alle. Ja, was hat der Wirt gesagt? Ein Sohn haben's und eine eigene Jagd. Da ist eins in der Altstadt und eins in Schwabing. Kann ich dann wieder gehen? Es ist gerade so viel Betrieb im Laden. Na, selbstverständlich, Frau Mader. Dankeschön. Sie haben 5 Angestellte, Herr Mader. Mit dem Sohn aus der ersten Ehe von meiner Frau, ja. Wie alt ist Ihr Sohn? Der wird 20 heuer. Auch Jäger? Er ist schon hier und da mal dabei gewesen. Jagdschein hat er noch keinen. Er hat's versucht im folgenden Jahr. Prüfung nicht bestanden? Leider. Sie haben Ihre Jagdwaffen wahrscheinlich im Haus? Ja, natürlich. Kann da eigentlich jemand sagen, wer Ihr Sohn? Könnte der da drankommen? Der Gewehrschrank ist immer abgesperrt. Und dass Ihr Sohn eine heimliche Jagdleidenschaft hat, von der Sie vielleicht gar nichts wissen, halten Sie das für möglich? Ist das Ihr Lieferwagen, der Kombi? Ja. Sie wissen nicht zufällig, ob Ihr Sohn Montagnacht zu Hause war? Montagnacht? Sicher. Er hat natürlich sein eigenes Zimmer. Ist das Ihr Sohn? Ja. Ja, dann fragen wir ihn am besten selber. Sie sind dann bitte nachher so freundlich und zeigen uns Ihr Lager. Kriminalpolizei, Rotter. Lenz, grüß Gott. Herr Mader, wir haben da einen Hinweis auf Wilderei und illegalen Wildhandel erhalten. Ich heiße Landtaler. Und nicht Mader. Dankeschön, Papa. Also, das wär's ja wohl. Wollt's mich gleich mitnehmen? Ja, wollt's dazu eine Aussage machen? Soll ich Nein sagen, wenn er mich verpfeift? Soll ich dich verpfeifen, wenn ich von nichts was weiß? Ja, vielleicht wäre es das Beste, wenn Sie gleich mit aufs Präsidium kämen. Dann könnte man Ihre Aussage sofort aufnehmen, Herr Landtaler. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wie der heißt, der Kommissar. Ich habe den ganz zufällig kennengelernt an dem Abend. In einem Lokal. So, am Tisch. Hat er heute erzählt, dass er auch Metzger gelernt hat und dass er halt gern schießt und gern einmal auf die Jagd ging und so. Und
Habe ich zu ihm gesagt? Wie haben Sie zu ihm gesagt? Rudi oder Max oder was? Wie? Also ich meine seinen Vornamen. Da muss ich direkt erst nachdenken. Ach, Herr Landtaler. Willi, jetzt fällst du mir wieder ein. Willi, ja, das ist gut. Und der Willi ist dann am Dienstagnacht noch mal rausgefahren. Keine Ahnung, ich habe mich nicht mehr gesehen danach. Sie waren am Dienstagabend in München, haben Sie gesagt? Ja, mit meiner Mutter, im Halali. Das ist eine Kundschaft von uns, da haben wir gegessen. Wann sind Sie heimgekommen? Wann? Um wie viel Uhr? So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Um 11 oder um 11:30 vielleicht. Dann sind Sie ins Bett gegangen, oder was? Ja, das heißt, zuvor haben wir noch was getrunken und halt ein bisschen geredet. Das kann ich meine Mutter jederzeit bestätigen. Warum? Entschuldigen Sie, aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Sie sind in der Nacht nicht nur mal zufällig weggefahren. Ich? Nein. Und das Mädchen da kennen Sie auch nicht. Ist das die, wo in der Zeitung gestanden ist? Ja, das heute? Ist die. Na, ehrlich nicht. Na, meinen Sie vielleicht, dass das was mit mir? Aber das gibt's doch gar nicht, Herr Kommissar. Da muss ich direkt lachen, entschuldigen Sie. Ach so, Sie finden das komisch, ja? Ja, weil das mit der Wilderei, das gebe ich doch alles zu. Es ist doch nur, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich war doch daheim in der Nacht. Sie haben auffallend wenig Ahnung, Herr Landtaler. Wie kommt ein Bursch wie Sie dazu? Ach so, im Haus. Sie haben selber eine Jagd, der Vater ist. Was ist er? Kreisgruppenvorsitzender. Das ist nicht mein Vater. Das ist doch kein Grund, dass man die Viecher zusammenschießt in der Schonzeit. Brutal und ohne Verstand. Oder geht's ums Geld? Nein. Und was denn sonst? Ist der Rotter mit ihm fertig? Das Protokoll hat er unterschrieben. Kann ich jetzt gehen, Herr Kommissar? Der Bursch ist voller Hass. Der schießt die Viecher zusammen und meint sein Vater. Was sind denn das für Leute, ihm seine Eltern? Ganz normale Leute. Sie ist so eine nette Frau, schaut auch noch sehr gut aus und eher ein Geschäftsmann. Sympathisch eigentlich. Mit dem Bürscherl kriegen wir wieder Kontakt. Spätestens dann, wenn er sein Vaters Hackeln aufgehört hat. Da ist übrigens gerade eine Anzeige eingegangen von zwei Verkaufsfahrern, die das Mädchen angeblich am Dienstag ein Stück in ihrem Lieferwagen mitgenommen haben. Ach, schau her. Wo ist sie eingestiegen und wo haben sie es abgesetzt? Vom 60er-Stadion bis zu einer Tankstelle in Ascholding. Jo, Papa, das weiß ich sicher, weil ich gesehen habe, wie es beim Eingestiegen ist. Ah, unten an der Straße. Also, ob das so sicher ist, was der Bub gesehen hat, ich kann das nicht bezeugen und meine Frau auch nicht. Aber Sie kennen den Herrn? Vom Sehen. Er tankt halt hier und da bei uns seit ein paar Jahren schon. Du hast ihn doch auch schon bedient. Ja, ja. Ach, der muss da draußen irgendwo eine Jagd haben. Er ist oft so angezogen und manchmal hat er quer im Auto. Ich halte ihn für einen Geschäftsmann. Er ist nämlich auch schon mit einem so einem Lieferkompi rausgekommen von einer Wildhandlung oder einer Metzgerei. Was fährt er denn sonst für einen Wagen? Ein Range Rover. So grau-beige, sandfarben. Ja, genau. Ja. Danke, das war's. Ich glaube, wir können jetzt gehen, Herr Feigl. Wiedersehen. 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 Ja, und? Herr Lenz, haben Sie den Fall inzwischen gelöst, oder was? Mader, der Stiefvater von dem Bürscherl, passt genau. Wildhandlung, Jagd, der sandfarbene Range Rover. Den habe ich nämlich bei ihm im Hof gesehen. Na, klassischer Analogieschluss, würde der Brettschneider sagen. Wahrscheinlich gehört Ihnen das ganze Haus. Dafür haben sie andere Probleme. Guten Abend, Herr Landtaler. Wir hätten gern Ihren. Ich meine, wir hätten gern Herrn Mader gesprochen. Ist er da? Nein. Wollen Sie bitte reinkommen? Dankeschön. Da ist irgendwas vom Berufsverband. Vor 10 Minuten ist er weggegangen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Mader. Das ist ja Kommissar Feigl. Alles gut? Grüß Gott, Frau Mader. Geht's um die Sache mit meinem Sohn? Nein, wir hätten gern Ihren Mann gesprochen. Ja, der ist leider nicht da. Ja, macht auch nichts. Möchte mich heute Morgen im Präsidium aufsuchen. Feigl, ich bin ungefähr um 7:30 im Büro. Selbstverständlich, ich sag's ihm. Ja, danke schön. Am vergangenen Dienstag war da Ihr Mann zufällig auf der Jagd? Dienstag? Ja. Anschließend. Da war er doch vorher noch bei der Versammlung vom Jagdverband in Tölz. Und anschließend ist er noch ins Jagdhaus und hat da übernachtet. Ist das in der Nähe, das Jagdhaus? Ja, aber mehr rüber zum Walchensee. Da ist irgendwas. Nein, es ist nur eine Überprüfung, Frau Mader.
nur eher so unfürchtig, würde ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Mein Gott, furchtbar, ich weiß. Wir hoffen ja nur, dass wir es mit Geld irgendwie... Ob Sie das mit Geld zudecken können, was den jungen Herrn anbelangt, das ist fraglich. Jedenfalls entschuldigen Sie die späte Störung. Gute Nacht, Frau Mader. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist vielleicht ein falscher Runter, Kommissar. Macht immer so auf menschlich. Und dann lasst er die eiskalten Eis außen. Was wollten denn die von ihm? Wieso fragten der sowas? Lachen müsste er, wenn sie jetzt bei ihm auf was kommen. Bibi, du, ich mag das nicht. Bei mir hat er auch nicht geweint, wie sie mich geholt haben. Ja, aber er hat's nicht gewollt. Sagt er. Geh, Mama. Sei doch nicht so dumm. Du fällst immer wieder auf ihn rein. Ah, guten Morgen, Herr Mader. Sie wollen zu meinem Feigl. Er hat mir gestern Abend hinterlassen, Sie waren ja dabei. Aber was das für eine Überprüfung ist, ich habe keine Ahnung. Ja, wenn Sie einen Moment heraus warten, ich sage ihm gleich, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz da. Gehen wir in die Ablage, das geht mir nichts mehr. Mhm. Der Herr Mader ist draußen. Haben Sie was rausgebracht? Er war nicht bei der Versammlung, hat sich entschuldigt, Autopanne. Ja, so ist geben. Brettschneider, bleiben Sie gleich da fürs Protokoll und Sie, Lenz, kratzen Sie ein bisschen an der Fassade von den Herrschaften. Personallack, Gewerbeamt, Sie wissen schon. Ich lasse Sie bitten. Herr Mader, bitte. Herr Mader, das ist nett, dass Sie sich herbemüht haben, Feigl. Das ist Herr Brettschneider. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Meine Frau hat mir gesagt, es handelt sich um eine Überprüfung. Ganz richtig. Herr Mader, machen wir es kurz. Das ist auch in Ihrem Interesse. Sie fahren einen Range Rover? Ja. Und Sie waren am Dienstag damit unterwegs? Nach Tölz? Ja. Um welche Zeit ungefähr? Jetzt warten Sie mal, das war... Oder sagen wir so, wann haben Sie getankt, ungefähr? Zwischen 18 und 19 Uhr? Sie wissen schon, welche Tankstelle ich meine. Sie meinen wahrscheinlich die in Aschholding. Richtig. Irgendjemand von den Leuten draußen glaubt, sich erinnern zu können, dass Sie anschließend eine Anhalterin mitgenommen haben. Stimmt das? Ja. Wie weit haben Sie es mitgenommen? Nicht weit, bis Tölz. Sie haben dort eine Versammlung besucht. Ja. Vom Jagdverband, hat Ihre Frau gesagt. Ja. Und davor haben Sie es wahrscheinlich rauslassen. Ja, natürlich. Schon länger davor. Wann ist die Versammlung angegangen? Um 8? Etwa. Und da waren Sie auch schon da? Ja. Herr Mader, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie auf Fragen, durch deren Beantwortung Sie sich belasten, die Aussage verweigern können. Was ist das, Mädchen? Schauen Sie sich's genau an. Wieso? Ist dem Mädel was passiert? Nichts in der Zeitung gelesen. Es war in allen das gleiche Bild drin. Keine Ahnung. Ist der Joe da? Nein, der ist nicht da. Hat er nichts hinterlassen für mich, für den Bibi? Er ist draußen in der Hütte. Du sollst einmal rauskommen zu ihm, aber nicht beim Tag. Warum? War was? Weiß von nichts. Okay. Der Mensch lügt wie gedruckt. Lenz, wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss für das Jagdhaus, und zwar ein Tempo. Und wenn Sie den haben, schalten Sie den Erkennungsdienst ein. Jetzt habe ich ihn wenigstens so weit, dass er zugibt, er war gar nicht bei der Versammlung, sondern hat sich irgendwo mit dem Mädchen verlustiert. Irgendwo zwischen Dunkel und Sixminute. Aber das kaufe ich ihm nicht ab. Der war mit dem Mädchen in dem Jagdhaus, und das will ich jetzt wissen. Na, Herr Mader, sind Sie zufrieden mit Ihrer Aussage? Sie müssen mich verstehen, Herr. Ich bin da in einer ganz verzweifelten Lage. Meine Frau hat vor einem Jahr die Scheidung eingereicht gehabt, wegen einer ähnlichen Sache, einer Lappalie. Aber sie ist da sehr engherzig. Es hängt vielleicht mit dem Alter zusammen. Und Sie und Ihr Sohn, die sind wie eine Wand, da kann man sich einen Schädel einrennen. 5 Jahre sind wir jetzt verheiratet, das Geschäft und alles... Gehört Ihrer Frau, ich verstehe.
Ist ihm alles vom ersten Mann so bestimmt worden. Ihr und ihrem Sohn. Ich komme mit ihm nicht zurecht. Der hätte mich lieber heute als morgen draußen. Der wartet bloß drauf, dass ich... Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Mader. Und wenn wir gerade so schön bei der Wahrheit sind, wissen Sie was? Jetzt fahren wir raus in Ihre Jagdhütte und Sie erzählen uns die ganze Geschichte so, wie es wirklich war. Bin ich dazu verpflichtet? Nein, das sind Sie nicht. Aber wenn wir noch eine halbe Stunde warten, bis dahin habe ich den Durchsuchungsbeschluss. Außer der Patronenhülse ist Ihnen nichts aufgefallen. Und Ihrer Frau beim Saubermachen auch nicht. Sagt uns nichts. Aber vielleicht ist sie jetzt schon daheim. Es kann sein, dass ich nachher noch bei Ihnen vorbeikomme. Vielen Dank. Herr Feigl. Ja. Die Patronenhülse, 5,6 mm Kaliber, die da neben dem Bären gelegen ist und die Jagdaufseher aufkummert. Haben Sie die zufällig noch? Glauben Sie immer noch an ein Wunder? Sie haben schon geschlafen. Das Mädchen ist da gelegen. Ja. Und dann sind Sie durch ein Geräusch geweckt worden. Was für ein Geräusch? So ein Rumpeln, als ob jemand gegen was gestoßen wäre. Wo? Draußen in der Stube. Das Mädel ist auch davon aufgewacht. Ja, und dann? Ja, ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre jemand von der Familie. Ja, von der Familie. Also, Ihr Frau oder Ihr Sohn. Und deshalb habe ich auch kein Licht gemacht. Dann sind Sie also aufgestanden. Und das Mädchen? Ist liegen geblieben und ich bin raus in die Stube. Lenz, legen Sie noch einmal an den Platz von dem Mädchen hin. Und Sie, Herr Mader, warten Sie, bis ich Sie rufe und dann kommen Sie zur Tür, genauso wie Sie es in der Nacht gemacht haben. Ja? Herr Schreiber, kommen Sie rein. Nimmst das Schloss von der Eingangstür auseinander. Das will ich jetzt genau wissen. Dass so jemand einfach durchtritt. Ach, stört mich weniger. Ich habe schon gescheitere Leute erlebt, die noch größere Blödheiten gemacht haben. Herr Mader, jetzt kommen Sie mal raus. Es war ja dunkel und ich habe nichts sehen können. Und ich wollte zum Lichtschalter. Und dann ist alles ganz schnell gegangen. Ich bin gestolpert und hingefallen. Das Mädel hat im Kammer Licht gemacht und dann ist auch schon der Schuss gefallen. Das Mädel hat furchtbar geschrien und wie ich mich umdrehe, sehe ich, wie sie in der Tür zusammenbricht. Und dann ist einer bei der Tür nass. Und Sie hinterher? Ah, er hat auf mich geschossen. Ich bin zum Mädel hin und hat gesagt... Aber sie hat nichts gesagt. Sie hat sich nur noch bewegt. Lenz! Ja? Stellen Sie sich einmal ein bisschen unter die Tür. Und Sie, Herr Mader, jetzt zeigen Sie uns einmal, wo Sie gestolpert sind. Ungefähr. Bitte. Ungefähr hier. Und von der Eingangstür ist der Schuss gekommen. Lenz, hocken Sie sich einmal hin. Und Sie, Herr Mader, zeigen uns, was Sie jetzt gemacht haben. Sie ist da gelegen und hat nur noch gerechnet. Und ich habe gesehen, dass sie hier einen Einschuss hat. Aber sie hat kaum geblutet. Ich wollte gleich los und einen Arzt holen, aber dann habe ich mir überlegt, es wäre gescheiter, wenn ich sie selber hinbringe. Ich habe sie in ihren Schlafsack. Sie hat ja nichts angehabt. Dann sind Sie zum Doktor gefahren. Ja, ich habe noch was überzogen, dann bin ich los. Wie heißt denn der Doktor? Dazu ist es gar nicht mehr gekommen. Unterwegs habe ich gemerkt, dass sie nicht mehr lebt. Ja, und was war dann weiter? Der Mann beteuert weiter seine Unschuld und Feigl macht sich Notizen. Tja, Herr Mader. Also nimm mal, es war so. Aber der Einbruch müsste erst nachgewiesen werden. Und dafür gibt es bis jetzt keinerlei Anhaltspunkte. Die Fenster waren zu, Fensterläden auch. Und das Türschloss ist in Ordnung. Da hat keiner gekratzt oder genackt. Das verstehe ich immer nicht. Haben Sie einen Zweitschlüssel? Ja, natürlich. Zu Hause hängt einer in der Flurgarderobe und den dritten hat unser Jagdaufseher. Der Herr Mader ist vorläufig festgenommen. Nehmen Sie mit rein ins Präsidium, der Lenz weiß Bescheid. Herr Mader, Sie fahren in dem Wagen mit. Wenn Sie mit meiner Frau reden, Herr Kommissar. Ja, die Kollegen fahren Sie auch gern erst heim. Wenn Sie wollen, können Sie was einpacken, Rasierzeug und so.
Wäre mir eigentlich lieber, wenn ich nicht mehr. Ja, das liegt ganz bei Ihnen, Herr Mader. Jedenfalls, wir reden morgen weiter. Gute Nacht, Herr Mader. Lenz, machen Sie die Fensterläden zu, sperren Sie die Hütten ab und warten Sie auf mich im Büro. Ich komme dann mit dem Breschner nach. Eine abschließende Meinung? Also, typologisch gesehen, hören Sie mir doch damit auf. Nach meiner Typologie sind 90% aller Menschen feig und daher unberechenbar. Wenn sie trotzdem durchkommen, naja, dann haben sie halt ein Glück gehabt. Genau. Deshalb glaube ich ihm auch die Story, weil er feig ist. Aus Feigheit ist er schon geschossen worden. Warum sollte er denn? Erpressung zum Beispiel. Dann zahlt er. Er hat doch Geld. Er nie. Seine Frau. Ich glaube eher, dass hinter dem Einbruch der erst nachgewiesen werden muss. Und Brettschneider lernt es doch bitte endlich einmal den Unterschied zwischen Eindringen und Einbrechen. Ja? Also gut. Aber wenn der Herr Sohn zum Beispiel mit einem zweiten Schlüssel in die Hütten ist. Ja, oder der zweite Mann im Auftrag seines Jagdgefährten. Da wäre man vielleicht instinktiv doch auf der richtigen Spur gewesen. Entgegen ihrer humoristischen Einwände. Aber es ist noch Besuchszeit. Und schließlich müssen wir der Frau Mader ja endlich einmal sagen, was mit ihrem Mann los ist. Nein, man glaubt, sie muss das Geld haben. Ja, was willst du denn damit? Du musst mir doch sagen, zu was du das brauchst. Ich brauch's, weil. Erpresst. Ja, du hast doch der Polizei eh alles gesagt. Wer kann dich da erpressen? Der Joe. Ja, wieso kann dich der erpressen? Der soll doch froh sein, dass du ihn nicht verraten hast. Darum geht's jetzt gar nicht. Da war noch was. Um Gottes Willen. Bibi. Bitte schön, Mama. Ich brauch das Geld. Der Joe muss jetzt weg. Nach Tirol zum Freund. Bibi, bitte sag mir, was habt ihr denn noch angestellt? Es war ein Unfall. Ich kann nichts dafür. Hast du jemanden zusammengefahren? Nein, nichts mit dem Auto. Bibi, du wirst mir jetzt alles sagen. Also, was ist los? Bitte schön, Mama. Lass mich jetzt. In 2 bis 3 Stunden bin ich wieder da. Dann erzähl ich dir alles. Bitte, Mama. So viel Geld habe ich gar nicht im Haus. Dann gib mir halt, was da ist. Wenn einer von zwei Freunden zum eiskalten Erpresser wird, ist die Freundschaft keinen Pfifferling mehr wert. Hast du keinen? 12.000, mehr hab ich nicht gekriegt. Sag her. Zählt deinen Schlüssel, dann kriegst du es. An der Grenze. Wir fahren über Tölz. Amada, Ihr Mann kommt auch heute Abend nicht heim. Es tut mir sehr leid, aber es steht inzwischen fest, dass er in den Fall verwickelt ist. Was? Mein Mann? Ein Mörder? Ja, das ist doch nicht wahr. Das ist doch lächerlich. Sie lügen doch! Frau Mader, regen Sie sich bitte nicht auf. Ich sehe, eines ist ein bisschen viel auf einmal. Erst der Sohn, dann der Mann. Jetzt reden Sie nicht so viel rum. Ich sage Ihnen, mein Mann ist kein Mörder. Deswegen sind wir ja da, Frau Mader. Ihr Mann bestreitet die Tat und gibt an, ein Unbekannter hätte das Mädchen getötet. Das muss aber erst bewiesen werden. Gibt es bitte einen zweiten Schlüssel zu dem Jagdhaus? Ja, der hängt draußen im Flur. Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, zeigen Sie uns doch einmal, bitte. Ja, Moment. Bringt wahrscheinlich gar nichts. Der Schlüssel hängt bestimmt draußen. Er ist nicht da. Ich verstehe das selber nicht. Der hängt sonst immer am Schlüsselbrett. Haben Ihr Sohn vielleicht? Frau Mader, Sie müssen uns helfen. Wir wissen, dass der mögliche Täter mit einem Schlüssel eingedrungen ist. Wenn Sie ihn nicht haben, kann ihn doch nur Ihr Sohn haben. Sie wollen doch nicht behaupten, dass mein Sohn was damit zu tun hat.
der kommt ja sowieso nicht in Betracht. Der war an dem fraglichen Abend mit Ihnen zusammen. Oder? Natürlich, der hat mich ja zum Essen ausgeführt. Was hat er denn für Freundel? Bei der Wilderei waren es doch auch zu zweit. Ich weiß es nicht, der bringt eigentlich nie einen mit heim. Frau Mader, Sie handeln vielleicht gegen Ihren Mann, wenn Sie uns jetzt was verschweigen. Kann sein, auch gegen Ihren Sohn. Der Bibi ist nicht schlecht. Aber der Freund von ihm, der erpresst ihn. Es wird ja immer schöner. Brettschneider, bitte, Frau Mader, erzählen Sie uns jetzt alles, was Sie wissen. Der Bibi war gerade da und wollte Geld für seinen Freund, viel Geld. Er hat gesagt, sie haben was angestellt und der John muss weg. Der Bibi hat gesagt, dass er in 2-3 Stunden wieder zurück ist. Hat er gesagt, wo der John hin will? Ja, zum Freund nach Tirol. Brettschneider, veranlassen Sie über Funk Fahndung an alle, auch an die Grenzstellen. Nach erfolgreicher Ringfahndung findet man das Fahrzeug in der Nähe des Brenners. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Für mich war der Fall von Anfang an typologisch abgesichert. Ich habe dem Maler die Story gleich gekauft, dass er sonst warte, weil er feig ist. Aber aus Feigheit wird auch oft geschossen. So, die Weisheit von Ihnen? Nein, von Ihnen, Herr Kriminalhauptkommissar. Moment, sind Sie mal bitte still. Ja, Bavaria 122. Betrifft Ihre Fahndung nach pflichtigem Alfa Romeo. Das gesuchte Fahrzeug, Kennzeichen MYN 2648, besetzt mit 2 Personen, hatte auf der Staatsstraße 2072 einen Unfall. Die beiden gesuchten Personen sind am Unfallort. Die Fahndung nach Ihnen hat sich damit erledigt. Danke, verstanden, Ende. So, Brettschneider, zeigen Sie mal, was Sie können. Ich werde mein Bestes geben. Nachdem der junge Mann bemerkt, dass er verfolgt wird, liefert er sich ein rasantes Kopf-an-Kopf-Rennen und kracht zum Schluss gegen einen entgegenkommenden LKW. Ja, schau nur. Er ist tot, der Spätzle. Hat sich das gelohnt? Das habe ich nicht wollen. Hast du damit im Jagdhaus geschossen? Ich habe bloß so in die Luft geschossen. Weil ich Angst gehabt habe. Ich hab doch keinen Treffer wollen. Ich weiß nicht. Er hat gesagt, der Bibi, dass ich mir den Muffel holen sollte. Und den Grizzlybär. Und den Grizzlybär. Nicht jede Geschichte bei Hör mal zu geht gut aus. So ist das Leben. Danke fürs Lauschen, danke für dein Like und bis demnächst hier auf unserem wundervollen Kanal. Immer schön retro bleiben.
100% Mensch, 100% Herz. Willkommen bei Hör mal zu, deinem Kanal. Wenn du dir doch angewöhnen könntest, deine Aktentasche nicht auf den Schirmständer zu stellen. Sie hat schon angerufen. Bleibst du noch lange auf? Ich geh schlafen. Naja, ich geh auch bald. Gegessen wirst du ja schon haben. Wer hat denn angerufen? Na, wer schon? Ich kann ihr nicht verbieten, dass sie anruft. Warum eigentlich nicht? Was hat sie denn gesagt? Willst du nicht zurückrufen? Nein. Das wird sie sein. Lass es läuten. Dann gehe ich hin. Bitte lass. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht mehr komme. Wie oft hast du ihr das schon gesagt? Es ist endgültig Schluss. Das habe ich gesagt. Heute. Was soll ich denn noch mehr tun? Ich kann diese 5 Jahre nicht auslöschen, selbst wenn ich es wollte. Du hast Angst, dass sie sich was antut, nicht wahr? Was weiß ich. Hat sie das gesagt? Solange sie telefoniert, bringt sie sich nicht um. Ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen gehen. Ich habe oft schlafen wollen. Ich will auch nicht mehr reden. Das hat auch gar keinen Sinn. Gott, verstehst du denn nicht? Ich habe morgen einen anstrengenden Tag. Glaubst du ich nicht? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe morgen Termine beim Amtsgericht und beim Landgericht. Nachmittag kommen die Leute von der Firma Gellert. Das könnte ein sehr gutes Mandat werden. Freitag muss ich die Berufungsbegründung in der Unterhaltssache Beisele machen. Da geht das ganze Wochenende drauf. Die soll auf die Frist ab, aber ich muss es am Montag fertig haben, weil dann ja noch Regensburg kommt. Regensburg? Ja, ich verteidige da die Sache mit dem Tankstelleneinbruch. Du fährst nach Regensburg? Das habe ich dir doch erzählt. Mir nicht, da musst du dich täuschen. Wie lange bleibst du denn da? Vorerst sind 3 Tage angesetzt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Fährt sie mit? Ich wohne bei Runau. Er ist mein Anwaltspartner in der Sache. Du kannst dort anrufen. Nein? Ah, es tut mir leid. Lenz? Einen Moment, jetzt ist er da. Da haben Sie Glück gehabt jetzt. Rechtsanwalt Berg. Mhm. Ich brauch Sie aber noch, Lenz, gell? Ja, grüß dich. Ja, ich war gerade in der Pressestelle. Ja, ich will dich auch nicht lange aufhalten. Es ist nur, weil wir doch verabredet hatten, dass wir uns nach dem Stammtisch... Nein, das ist es ja, weswegen ich anrufe. Es geht morgen nicht. Die Herren von der Firma Gellert. Ja, sofort. Du, entschuldige, die soll sich noch eine Minute gedulden. Du siehst, bei mir geht's zu. Ja, sei doch froh, besser als umgekehrt. Naja, wenn es nicht geht, kann man nichts machen. Ja, selbstverständlich. Na du, Moment. Nächsten Monat ist der nächste Stammtisch. Warte mal. Am vorletzten Freitag. Wegen dem Feiertag danach, ausnahmsweise, nicht? Ja, wir sehen uns doch sicher vorher noch. Was jetzt schon am kommenden Montag? Ja, wie lange bist du denn in Ringsburg? 3 Tage. Naja, das geht ja noch. Naja, wir rufen uns vorher noch zusammen. Gell? Also dann alles Gute in Regensburg. Wiederschauen. Ich bin sicher, dass wir die nicht haben. Aber ich hab doch schon mal 7 cm Bandagen gekauft. Sie sind nur 6 oder auch 8 cm Bandagen bekannt, jedenfalls deutsche Fabrikate. Und Sie haben nur deutsche Fabrikate? Im Augenblick ja. Aber ich kann mal nachschauen, wenn Sie einen Moment warten. Bitte, ja. Grüß Gott. Na, was kriegst du denn? Du hast einen Zettel dabei. Zeig mal. Mhm. Hast du noch Geld? Ja. Moment. Ja, bitte? Ja, ich bin am Apparat. Ich wollte eigentlich nicht in der Apotheke anrufen. Doch, wir hatten doch ausgemacht, nichts Besonderes. Nur, weil Sie bei Ihrem letzten Anruf gesagt hatten, ob wir uns nicht mal treffen können. Mein Mann ist heute nämlich nach Regensburg gefahren und da würde es mir ganz gut passen. Ja, wenn es bei Ihnen... Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Ja, um 7:30 bei Ihnen zu Hause. Guten Abend. Guten Abend. Ich komme etwas zu früh. Ich dachte schon, Sie wären... Das macht nichts. Ich war sowieso schon um 7 zu Hause. Bitte, wenn Sie hereinkommen wollen. Ja, danke.
ich habe in den letzten Tagen diese Berufungsbegründung in der Unterhaltssache beiseite. Sie haben aber nicht viel gegessen. Danke, ich. Die Fahrerei und dann... Was heißt hier Fahrerei? Fahrerei von München nach Regensburg. Das ist doch keine Weltreise. Nein, weiß Gott. Oh. Nervös wegen morgen? Wegen dem Prozess? Mich hat noch nie ein Prozess nervös gemacht. Nicht nur, wenn ich wusste, dass ich ihn verlieren würde. Ja, für euch in München schon, aber bei uns in Regensburg ist so ein Prozess doch schon eine größere Sache. Ach komm, deswegen bist du doch nicht nervös. Natürlich bin ich nervös, ne? Sag mal, darf ich mal nach München telefonieren? Ja, weißt du, wo der Apparat ist? Ich will nur meiner Frau sagen, dass ich gut angekommen bin. Ja, du, das hat ein bisschen geregnet unterwegs, aber es hat schon wieder aufgehört. Ja, ja. Sag, machst du die Nummer von Runa? Ich meine, wenn du mich erreichen willst. Du, die müsste neben dem Apparat liegen. Ja. Ja, soll ich auch bestellen. Schöne Grüße. Also dann, gute Nacht. Nein, wir wollen noch ein bisschen über den Prozess reden. Es ist ja noch nicht mal 10 Uhr. Also, unsere Abmachung, die ist nicht mehr notwendig. Ich habe die Briefe heute Nachmittag selber vernichtet. Die Kassette ist leer. Ist ja alles in Ordnung, ne? Und meine Frau weiß alles. Ach, du liebe Zeit. Hoffentlich macht ihr keine Dummheiten, ne? Im Gegenteil, ich habe die Sache bereinigt. Ach, ist ja alles in Ordnung. Sag mal, war die Sache wirklich so ernst? Ja, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Sag mal, kann ich nachher nochmal telefonieren? Sie hat sich vorher nicht gemeldet. Ach, wieso? Du hast doch gesprochen. Ja, mit meiner Frau schon, aber... Ich habe die Ulla angerufen und die hat sich nicht gemeldet. Ich denke, du hast die Sache bereinigt. Und dann telefonierst du noch mit ihr? Bert, wo kommen Sie denn her? Ja, ich bin ein bisschen früh aufgewacht heute und dann bin ich rausgefahren, um spazieren zu gehen. Sie kommen gerade richtig, der Kaffee ist schon fertig. Es ist natürlich alles akkurat so geblieben, wie wir es gefunden haben. Bitte lassen Sie den Kommissar durch. Und auch der Voice, also mein Mann, hat alles genauso lassen, wie es war. Ganz gut, ganz gut. Aber Kommissar, die Leiche haben Sie gefunden. Gefunden hat sie, logisch. Respektive gefunden hat sie der Voice, mein Mann. Mir ist mir aufgefallen, dass seit Dienstag letzte Woche immer die Zeitung vor der Tür liegt. Klar, wenn das Frau Brenner sonst fortgefahren ist oder verreist ist, hat sie mir gesagt. Frau Heuss hat gesagt, ich gebe Ihnen meinen Schlüssel, bitte legen Sie mir die Zeitungen auf den Tisch. Ja, und auch Ihre Blumen habe ich vergessen müssen. Aber dass diesmal nichts gesagt hat, also das ist mir schon sehr komisch vorgekommen. Bitte lassen Sie den Kommissar vorbei. Ja, und heute Vormittag ist der Briefträger gekommen mit einem Einschreiben da, weil niemand bei der Brennler aufgemacht hat. Da gibst du den her, den nehme ich mit. Also, da kann doch was nicht stimmen, habe ich zum Heuss gesagt. Da ist zu meinem Mann gesperrt, haben wir provisorisch mit dem Generalschlüssel. Da kann was nicht stimmen. Und tatsächlich, da liegt es in Ihrem Blut. Ja. Ich bin gleich gar nicht reingegangen. Ich habe gesagt, Heuss, geh du hinein, da wird mir bloß schlecht. Ja, seit Dienstag letzte Woche sind die Zeitungen da drin. Da kann man nicht stimmen. Da habe ich doch andauernd sowas zu tun. Alles gut. 4 Inches. Und die Tatwaffe? Nichts. Und wie ist der Name der Toten? Brendel Ulla. Der Staatsanwalt kommt. Gib mir Schneider, gehen Sie mal nach der Stinghaus und sagen Sie die Leute, Sie sollen weggehen, es gibt nichts mehr zu sehen. Ja, gehen Sie weiter, da gibt es ja nichts mehr. Man muss es wissen, was ja. Ist es im Haus. Wir wohnen ja sonst. Sie haben uns erlebt. Ja. Hallo. Sie? Ja? Sind die von der Polizei? Ja, so ist. Ich hätte gern einen Augenblick mit Ihnen gesprochen. Ja? Wer sind Sie denn? Ja, ich wohne hier. Ja, neben dem... Dem ehemaligen Fräulein, dem Weinern von Ulla. Also, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin Rentner. Ja, ja. Das haben Sie jetzt schon dreimal gesagt. So, habe ich das schon gesagt. Ich meine, nicht, dass Sie denken, dass ich dem Weinern von Brendel nachspioniert habe. Nicht? Aber ich bin Rentner und das muss ich jetzt mal sagen. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und mache auch ab und an meine Beobachtungen. Verdammt nochmal, setzen Sie sich doch mal. Und was haben Sie beobachtet? Das Weinern von Brendel. Hat einen Herrn Bekannten hat die gehabt. Tja, so. Kennen Sie den Herrn? Nö, kennen Sie ihn nicht, aber ich vermute, dass der verheiratet ist. Wieso vermuten Sie das? Nicht, dass Sie denken, ich spioniere danach, nicht, aber... Wieso er verheiratet ist, wieso Sie das meinen, das interessiert mich. Ja, weil der nie am Wochenende gekommen ist, nicht? Der ist immer nur unter der Woche gekommen, aber am Wochenende war die immer allein. Wann haben Sie den Herrn das letzte Mal gesehen?
Einen Moment. Haben Sie das aufgeschrieben? Ja, sicher, als Rentner sucht man sich ja eine Beschäftigung, nicht? Also passen Sie mal auf, am 1. Oktober, nicht Mittwoch. Mhm. Da ist er um 21.43 Uhr gekommen. Er hat natürlich einen Schlüssel gehabt, nicht? Und ja, also 21.43 Uhr. Und kurz nach 23 Uhr ist er wieder gegangen. Sie können den Mann beschreiben? Ja, nur. Also diesen Herrn Bekannten, den habe ich am 1. Oktober, also Mittwoch, das letzte Mal gesehen. Nicht? Und am Montag, den 6., die Hausmeisterin, die hat auch gesagt, dass von Dienstag früh an die Zeitungen da immer gelegen haben. Nicht? Ja. Ja, und diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich das verblichene Fräulein Brendel nicht mehr gesehen. Vom Dienstag an? Ja. Und nun? Nun kommt etwas ganz Tolles. Am Montagabend, da ist noch eine Frau gekommen. Zu Fräulein Brendel? Ja. Mit einem, wie sie mit der Blume, Blume in der Hand, so eine weiße Blume in der Hand. Ach ja, kenne ich. Ja? Usambarafeich. Ach, wie heißt das? Usambarafeich. Gut. Also ist sie mit dem Feilchen gekommen. Ja, und wer war jetzt die Frau? Ja, die habe ich leider noch nie gesehen. Also nicht, dass Sie denken, ich wollte jetzt rumspionieren. Ne? Ich weiß schon, Sie haben nur als Rentner. Ja. Ich nehme mir an, Sie haben da durch den Spion Ihrer Tür geschaut, oder? Gewissermaßen nicht. War eine ältere Frau, nicht? Oder besser gesagt, nicht gerade mehr eine jüngere Frau, nicht? Und die ist noch nie zu Fräulein Brendel gekommen? Nein, nie. Also die hat ein weißes Usambara-Feilchen gebracht? Sagen Sie mal, Sie haben nicht zufällig gehört, was die Frauen gesprochen haben? Könnte das sein? Das hört man ja leider nicht, nicht? Ich meine, also durch die Tür hört man das nicht so richtig, nicht? Also wie gesagt, die Dame hat nur dem verblichenen Frau Brendel das Pfeilchen in die Hand gegeben und dann sind die beide reingegangen. Und wann ist die Frau wieder weggegangen? Nee, wissen Sie, ich habe hier einen Fernseher, nicht? Aber ich sehe sehr selten fern. Aber ausgerechnet an dem Abend, nicht? Naja, also jedenfalls muss ich glatt weg überhört haben, dass die Frau wieder gegangen ist. Nicht, aber gegangen muss sie ja sein. Haben Sie das notiert, Prittschneider? Natürlich. Ja, und die Begonie da, oder die, was ist denn das, die Hyazinthe? Usambarafeilchen. Usambarafeilchen, aha. Ja, haben Sie das von der Spurensicherung geschenkt kriegt, zum Andenken für den Schreibtisch. Man kann nie wissen. Das muss ja nicht sein, das gibt's ja öfter, aber Apothekerin war nicht? Ja, wieso? Ja, die betreffende Dame vom Rechtsanwalt Berg. Ja, Sie glaubt doch nicht, dass der Rechtsanwalt Berg der Bekannte von der Toten war. Dem Rechtsanwalt Berg, seine Freundin, war eine Apothekerin. Das heißt, sie ist eine Apothekerin. Hoffentlich noch. Ja, aber es gibt ja mehrere Apothekerinnen. Unzählige. Unzählige nicht. Viele ja, aber nicht unzählige. Wenn ich bloß dran denk, mir dreht sich der Morgen um. Bin doch mit dem Berg per Du. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, hat er mal gesagt, die Dame heißt Ulla. Es gibt hier mehrere Apothekerinnen in München, die Ulla heißt. Haben wir ein Bild von dem Berg? So viel ich weiß. Ja, ich hab eins, wo wir alle drauf sind, heuer im Frühjahr, am Stammtisch. Ja, bei ihrem Geburtstag, da hat der Franz ein Gruppenbild von uns gemacht. Gruppenbild mit Mörder? Brettschneider, reden Sie nicht so. Also Sie haben doch selber aber gesagt, wir wissen doch noch gar nichts. Dass es sein könnte. Und so viele Apothekerinnen, die Ulla heißen, gibt es auch nicht, oder? Ja, ich bin ja gar nicht ganz sicher. Aber gesagt hat, sie heißt Ulla. Wo haben Sie denn das Bild? Ich glaube, ich habe es sogar im Büro. Schau mal nach. Lass uns den Kopf von dem Berg rausvergrößern. Ja. Und Lenz, den Staatsanwalt, ja, man kann sich enttäuschen. Ich glaube, dem Berg seine heißt nicht Ulla. Brettschneider? Ja? Sie kennen doch den Nachbarn. Wie heißt der? Wiedemann. Das wäre ja... Nein, ich glaub's nicht. Also passen Sie auf, Brettschneider. Sobald wir die Vergrößerung haben, gehen Sie morgen in aller Früh zu diesem Herrn Wiedemann und Franzen, ja? Das wäre ein Zufall. Zufall.
ganz blöd wert ist. Ich habe Sie schon kommen sehen, Hans Becker, bitte. Sehr geehrter Herr Wiedemann. Danke. Sind Sie sicher? Das ist kein sehr gutes Bild. Eine Vergrößerung. Aber das ist er. Vielen Dank, Herr Wiedemann. Oh, bitte, bitte. Können Sie jederzeit an mich wenden, Herr Inspektor. Danke. Wiedersehen, Herr Wiedemann. Wiedersehen. Der Obduktionsbefund. Und? Naja, das hätten wir auch gesehen, ohne Obduktion. 4 Einschüsse, 2 davon tödlich. Tatzeit? Montag auf Dienstag. 6. 7. Oktober. Und? Der Berg. Ja. Haben Sie sich also nicht getäuscht mit der Apothekerin vom Berg? Wisst ihr, was das bedeutet? Blöde Geschichte. Ehemaliger Polizist. Wieso Polizist? Rechtsanwalt? Ja, jetzt. Aber früher. Daher kennen wir uns doch. Der war hier bei uns. Da hat er studiert. Am Abend. Ehrgeizig war er immer schon. Aber ein prima Kollege damals. Und jetzt? Sie meinen? Ich meine, jetzt ist er Rechtsanwalt. Und außerdem sind wir befreundet. Ja, Feigl. Suchen Sie doch einmal die Telefonnummer von Rechtsanwalt Berg, die Kanzlei. Ja, die Kanzlei. Und geben Sie mir das darauf. Ja, danke. Und der Apotheker, bei dem die Tote gearbeitet hat, der muss doch auch verhört werden. Ist doch merkwürdig. Über eine Woche fehlt die und dem fällt es nicht auf. Und die Frau da, die mysteriöse Unbekannte mit dem Usambara-Feilchen. Von der hat doch niemand was gewusst. Ja, das ist ja vorher noch niemand von niemand gesehen worden in dem Haus. Eine Arbeitskollegin vielleicht, eine frühere Arbeitskollegin. Das Übliche, das ist ein Haufen Kleinarbeit. Hat's eine Verwandte gehabt. Ja, Feigl. Walter Berg, ja, und bitteschön schnell, wenn's geht, ja? Also, soviel ich weiß, eine Tante im Passau, eine gewisse Paula Obernieder. Ja, vielleicht war die der Besuch mit dem Feilchen. Die Tante hatte nicht hier. Davon redet doch gar kein Mensch. Wir müssen die Frau jedenfalls fragen. Vielleicht war sie die Letzte, die mit der Brendel gesprochen hat. Vor dem Mörder. Feigl? Ja, grüß Gott. Könnte ich bitte Herrn Rechtsanwalt Berg sprechen? Ah ja. Aha. Aha, seit Montag. Herr Rechtsanwalt Berg ist seit Montag voriger Woche in Regensburg. Er verteidigt da in einer längeren Sache. Seit Montag? Da hätte er ja... Ja, vor der Tatzeit. Da hätte er ein Alibi. Lenz, wir fahren hin. Jetzt gleich. Logisch. Brettschneider, Sie kümmern sich um die Tante. Rufen Sie die Kollegen in Passau an. Die sollen hingehen. Nein, nicht hingehen. Sie sollen sich erkundigen. Und vergessen Sie mal den Apotheker nicht. Ja, Herr Feigl, und die Frau Berg müssen wir die nicht fragen. Nein, erst ihn und dann die Frau. Alles klar, Brettschneider? Alles klar. Bleiben wir da über Nacht in der Ah, woher ja, denn? Wegen den 1,5 Stunden. Und 15 zurück. Ja. Dankeschön. Wiedersehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Was darf sein? Mein Name ist Brettschneider, Kriminalpolizei. Sie sind der Herr Froschhammer, ne? Ja. Können Sie sich hier mal mit sprechen? Selbstverständlich. Aber sehr viel Zeit habe ich nicht. Ich bin allein, ich habe niemanden mehr. Ach so. Fräulein Brendel war Ihre einzige Angestellte? Ja, ich nehme auch keine mehr. Das trägt's nicht. Die Apotheke trägt's nicht. Wäre ganz neu. Für Sie, nicht für mich. Gehen Sie doch einen Moment auf. Ich hätte ein paar bestimmte Fragen an Sie. Na, viel werden Sie sowieso nicht wissen. Von Frau Ulla? Ja, da möchte ich mal ein bisschen was notieren, wissen Sie. Viel weiß ich wirklich nicht. Wie lange ist sie denn schon bei Ihnen? Wie lang? Seit 69, 12 Jahre. Mhm. Sie werden ja schon gehört haben, was passiert ist, ne? Ja, furchtbar. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Herr Wissens, Sie haben halt bis jetzt sehr wenig Anhaltspunkte. Jetzt müssen wir natürlich jeden fragen, der irgendwann einmal mit ihr so oder so in Verbindung war. Ich meine, aus ihrer Umgebung. Verstehen Sie? Ja, sie war immer sehr fleißig. Na, was man halt sehr fleißig nennt heute bei Angestellten. Lieber ist sie natürlich schon am Abend aus der Apotheke hinausgegangen, als wie in der Früh herein. Aber verlassen hat man sich schon können auf sie. Aha. Sagen Sie mal, wissen Sie zufällig was aus Ihrem Privatleben? Könnte ja sein. Um das Privatleben habe ich mich nicht gekümmert. Nicht gekümmert? Überhaupt nicht? Ach, Sie meinen den Herrn Verlobten? Ja? Kennen Sie ihn? Nein, habe mich nicht gekümmert. Hat er nicht einmal hier angerufen? Ja, kann sein, dass er
ein paar Mal angerufen hat. Oder auch abgeholt? Ja schon, ab und zu. Sagen Sie mal, wie lange hat denn dieses, ich meine, diese Freundschaft schon gedauert? Ja, du meine Güte, so genau kann ich das nicht sagen. Ja. 4, 5 Jahre vielleicht. 4 oder 5 Jahre? 5 Jahre circa. Und hat sonst irgendwie Freundinnen gehabt oder andere Freunde oder Bekannte? Kann das sein? Nein? Keine Ahnung, persönlich habe ich sie so gut wie nicht gekannt. Sie sagen es mal, die Brendel lag jetzt eine Woche und einen Tag tot in ihrer Wohnung. Und gefunden wurde sie erst auf den Hinweis von der Hausmeisterin. Ja. Sagen Sie mal, ist Ihnen die überhaupt nicht abgegangen da? Die hat doch Urlaub gehabt. Ach, Urlaub? Ja, 2 Wochen. Ja, wann denn? Am Samstag war sie das letzte Mal da, das war... Ja, das muss der 4. gewesen sein. Richtig, der 4. Am 20. hätte sie wieder anfangen sollen. Mhm. Wendelin und Vitus. Wie bitte? Wendelin und Vitus. Bitteschön. Lenz, seitdem Sie wissen, dass Sie Kommissar und mein Nachfolger werden, da setzen Sie schon so ein Chefgesicht auf. Vorläufig bin immer noch ich im Dienst, gell? Ja, und wie? Na, ich glaube, da täuschen Sie sich ja, Feigl. Ich habe immer schon so geschaut. Absichtlich, sonst wäre ja nie was geworden. Ja, und ich habe Sie vorgeschlagen. Etwas voreilig. Herr Fürth, das wird überhaupt noch sehr unangenehm für Sie. Wieso denn? Ja, erstens, wie Sie ganz richtig sagen, haben Sie mich vorgeschlagen. Zweitens, ich kann es nur so gut oder schlecht machen, wie ich es bei Ihnen gelernt habe. Ergo, wenn was schief geht, wer ist dann der Alleinschuldige? Sie. So einfach ist es. Tja. Da kann ich ja nach meiner Pensionierung bloß nur auswandern, damit ich mir das nicht mehr wieder anschauen brauche. So einfach ist das. Ich komme wegen Ulla Brendel. Ja, kennst du Ulla Brendel? Sie ist tot. Wann? In der Nacht vom Montag auf Dienstag voriger Woche. Sie war doch deine Bekannte. Eigentlich nicht mehr. Also ich muss dich 10 Minuten sprechen. Ja, aber die Sitzung geht bald weiter. Ich muss dich sprechen, wir müssen dich 10 Minuten sprechen. Ich bitte den Vorsitzenden, die Pause zu verlängern. Ja, ja. Danke schön. Da? Ja. Also, seit wann bist du in Regensburg? Seit Montag vor 8 Tagen. Das war das 6. Und wann bist du da nach Regensburg gefahren? Entschuldige, du bist Rechtsanwalt. Du weißt genauso gut wie ich, das ist leider ein Verhör. Du brauchst nichts sagen. Ja, ich wüsste nicht, was ich zu verbergen haben sollte. Na schön. Also, wann bist du am 6. nach Regensburg gefahren? Nachmittag, so gegen 5 oder 6. Und seitdem bist du da? Da hat der Prozess so lang wie dem windigen Tankstelleneinbruch. Ja, so windig war der nicht. Naja, es ist ja wurscht. Also, du bist der 6. da. Ich war am Montag, den 6. in Regensburg. Schreib's mit, Lenz. Ich war am Montag, den 6. um 5 Uhr in Regensburg. Mein Kollege Dr. Runau, der den anderen Angeklagten verteidigt, der kann ja das bestätigen. Ich war noch vor dem Abendbrot dort. Ich war den ganzen Abend mit der Familie zusammen. Und um 9 Uhr am Dienstag... Ja, danke, das genügt. Wir müssen natürlich Herrn Dr. Runau befragen, leider. Das ist mir natürlich sehr unangenehm. Ja, es hilft ja alles nichts, nicht? Also seitdem bist du in Regensburg? Nein. Ich war am Dienstag dort, am Mittwoch und am Donnerstag. Am Donnerstag hat der Vorsitzende die Sitzung bis Montag unterbrochen und dann bin ich abends nach München gefahren, bis Sonntagabend. Hast du mit deiner Bekannten Kontakt aufgenommen? Es war Schluss. Ich hatte doch Schluss gemacht. Wann? Am 1. Oktober schon. Und seitdem hast du sie nicht mehr gesehen? Nein. Ja, was ist, hast du das gesehen oder nicht? Gesehen nicht. Aber telefoniert. Sie hat angerufen. Natürlich war mir das sehr unangenehm. Sie hat andauernd angerufen. In der Kanzlei. Die Tante, die Frau Obernieder, war es nicht. War nicht der betreffende Besuch. Wer war es dann? Das weiß ich auch nicht. Die Tante hält sich vom 1. Oktober bis zum 1. März in Teneriffa auf. Rentnerurlaub. Sicher? Ja. Hier ist die Bestätigung. Fernschreiben von der spanischen Polizei.
Außerdem habe ich ein Bild von ihr vom Passauer Einwohnermeldeamt. Ich habe es dem Wiedemann gezeigt. Wer ist der Wiedemann? Ja, das ist der Nachbar von der Ulla Brendel. Ah, der? Tja, dann muss das ein anderer gewesen sein. Das weiß sie aus einem Barafeichen. Und? Das ist eine Züchtung, die gibt's noch nicht lang. Tja, und? Ich habe mich erkundigt in einem Blumengeschäft in der Orleansstraße. Das ist gleich da in der Nähe, wo die Ulla Brendel gewohnt hat. Da hat eine Frau am 6. Oktober so ein Veilchen gekauft. Die Verkäuferin hat sich ganz genau erinnern können, weil nämlich schon Geschäftsschluss war. Hat die Verkäuferin die Person beschreiben können? Nur ungenau. Aber sie würde sie wiedererkennen. Wissen Sie was, Brettschneider? Bestellen Sie doch die Verkäuferin noch, sagen wir, morgen um 2:30 einmal zu sich. Ja. Und den Wiedemann. Guten Abend. Guten Abend, Frau Berg. Ja, er ist da. Ja, Frau Berg, ach, nehmen Sie doch da Platz, bitte. Danke. Sie wissen, worum es sich handelt? Ja. Sie brauchen natürlich nichts zu sagen, dass sich sehr um Ihren Mann dreht. Ich habe nichts zu verschweigen. Sie wissen, dass die Brendel Ulla... Ja, ich weiß. Tja, also, Ulla Brendel ist in der Nacht vom 6. auf 7. Oktober in ihrer Wohnung erschossen worden. Ihr Mann hat behauptet... Mein Mann ist am 6. Oktober nachmittags nach Regensburg gefahren. Dort hat er bei seinem Freund und Kollegen Dr. Runau gewohnt. Das heißt, er wohnt noch dort. Aha, und ist erst am Donnerstag übers Wochenende nach München zurückgekehrt? Ja. Haben Sie die Brendel gekannt? Ich? Nein. Auch nicht telefonisch? Telefoniert haben wir schon. Oft? Naja, öfters. Lang? Sie hat keine Ruhe gegeben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll endlich aufhören damit. Es ist Schluss, mein Mann will nicht mehr. Aber sie hat es nicht geglaubt. Nein. Und hat immer wieder angerufen. Ja. Wann zum letzten Mal? Ich weiß nicht. Also am 6. Ja. Kennen Sie das da? Das ist ein weißes Usambara-Pfeilchen. Richtig. Woher soll ich das kennen? Brettschneider? Ja. Kommen Sie bitte. Kennen Sie die Dame? Gehen Sie ruhig vor. Ja. Das war die Dame, die das Veilchen gekauft hat. Sicher? Zu 90% möchte ich sagen, bin ich sicher. Dankeschön. Sind wir schon fertig? Jetzt dürfen Sie heimgehen. Okay, Brettschneider. Ja. Wiederschauen. Bitteschön. Dankeschön. Frau Berg, kommen Sie doch bitte mit mir mal in das andere Zimmer. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Herr Wiedemann. Sie werden ihn nicht kennen, aber vielleicht, na, Herr Wiedemann? Ja, soll ich nur was sagen? Ja, ist es die Dame? Ja, 100%. Die Dame, die am Abend des 6. Oktober ihre Nachbarin besucht hat mit dem weißen Usambara-Pfeilchen. 100%. Dankeschön, Herr Wiedemann. Bitte halten Sie sich noch etwas zur Verfügung. Ich brauche Sie noch. Oder haben Sie das nicht gleich gesagt, dass Sie dort waren? Sie wissen doch, Sie haben sich jetzt hochgradig verdächtig gemacht. Ich sag überhaupt nichts mehr. So, Sie sagen nichts mehr. Ja, ja, Sie brauchen auch nichts zu sagen. Hier nicht und nicht vor dem Untersuchungsrichter, aber... Aber ob das richtig ist, für Sie und für Ihren Mann... Ich möchte bitte nichts mehr sagen. Brettschneider, die Frau Berg muss noch etwas warten. Bitte bleiben Sie bei ihr. Ja. Bin ich verhaftet? Warten soll noch. Inspektor. Herr Wiedemann, jetzt passen Sie auf, das ist sehr wichtig. Sie müssen jetzt genau nachdenken. Ja, das ist doch selbstredend. Sie haben also an dem Abend die Dame, von der wir jetzt wissen, dass es die Frau Berg war, bei ihrer Nachbarin gesehen. Jawohl, Herr Inspektor, am 6. Oktober, gegen 19 Uhr, nicht? Mhm. Ja. Aber gehen sehen haben Sie sie nicht? Nee, das habe ich ja Ihrem Kollegen schon gesagt. Ja, haben Sie nach diesem Zeitpunkt irgendetwas wahrgenommen? Also, haben Sie was gesehen oder haben Sie was gehört? Ja, nee, ich... Jetzt passen Sie mal auf. Ja. Ich habe da nämlich einen Plan. So. Ich habe einen Plan
von Ihrer Etage. Schauen Sie her. Das hier ist Ihre Wohnung. Jawohl. Und das ist die Wohnung Brendel. Jawohl. Hier haben wir die Tote gefunden. Sie haben ausgesagt, Sie hätten fern gesehen. Wo waren Sie denn da? Hier in meinem Wohnzimmer. Ne? Ach so. Ist das Haus sehr hellhörig? Jo. Nicht sehr, nicht? Aha. Naja, das ist die andere Ecke vom Haus. Und Fernseher haben Sie auch laufen gehabt. Es müssten 4 Schüsse gewesen sein. Haben Sie nichts gehört? Ja. Ja, gehört habe ich schon was, nicht? Ja, doch, doch. Ja, was denn? Ja, das Bad. Das Bad war zu hören, nicht? Sehen Sie mal, hier, die Bäder liegen ja nebeneinander. Das ist ein ganz altes Haus. Die Bäder sind erst nach dem Krieg eingebaut worden. Aber das ist ganz primitiv gemacht worden. Herr Inspektor, die Abgeschiedene. Also, Herr Inspektor, ich möchte ja nichts Schlechtes über eine Tote sagen. Nicht? Aber ich habe mehrmals eine Beschwerde an die Hausverwaltung richten müssen, dass das Weiland Fräulein Brendel immer um Mitternacht gebadet hat. Ja, immer nicht, aber oft nicht. Ziemlich. Da haben Sie Buch geführt drüber. Ja, ich habe auch darüber meine Aufzeichnungen gemacht. Einen Moment. Hier, genau. Am 6. Oktober um 23.05 Uhr hat sie gebadet. Nicht? Und um 23.29 Uhr hat sie die Wanne wieder abgelassen. Sie, das macht vielleicht einen Lärm, das kann ich Ihnen sagen. Das ist ja alles ganz primitiv gemacht. Nicht? Eine primitive Installation. Wenn Sie im Bett liegen, Herr Inspektor, und drüben wird die Wanne abgelassen, dann haben Sie das Gefühl, Sie liegen mitten in einem Wasserfall. Um 23.29 Uhr. Ja, genau. Ich stelle ja immer meine Uhr nach der Fernsehzeit. Ne? Aha. Ja, danke schön, Herr Willemann. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, ist das alles? Ja, Sie sind fertig. Sie können heimgehen. So. Lassen Sie nur noch Zeit. Also dann, auf Wiedersehen. Also was? Frau Berg, es steht Ihnen nach wie vor frei, etwas zu sagen oder die Aussage zu verweigern. Also, da sagen wir um 9 wieder daheim. Früher, glaube ich. 8:30. Ja. Gibt's da Zeugen? Doch, ich glaube, Fräulein Seufzker hat mich gesehen. Das ist meine Nachbarin. Seufzker? Ja. Bleibt schneller, Fräulein Seufzker. Ja. Nachbarin von Frau Berg, aber so schnell wie möglich, gell? Ja, Frau Berg, das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Möchten Sie einen Kaffee? Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Seufzke? Fräulein Seufzke, wenn ich bitten darf. Ach ja, brett schneller, Kriminalpolizei. Wie ist Marat Josef? Sie haben nichts angestellt. Es handelt sich nur um eine Zeugenaussage. Das da, in der Zeitung. Das war doch die Bekannte vom Herrn Rechtsanwalt Berg. Ja, aber... Ja, das hat ja nicht gut gehen können. Wenn Sie mich das früher gefragt hätten, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Er, der Herr Rechtsanwalt, immer höflich. Aber Sie... Eine hochnäsige Person. Immer, als ob sie was Besseres wäre. Guten Abend, Frau Seufzker. Mehr nicht. Immer. Niemals ein persönliches Wort, wo man doch im gleichen Haus zusammen wohnt. Direkt immer, als ob sie was Besseres wäre. Rechtsanwalt, was das schon ist. Mein Großvater war Postobersekretär. Tja, Fräulein Seufzker. Fräulein, so ist es richtig. Also, wenn Sie mich fragen, ich kann ihn schon verstehen, den Herrn Rechtsanwalt Berg. Natürlich. Moralisch gesehen ist es eventuell unmoralisch, aber verstehen tue ich ihn schon, den Herrn Berg, bei so einer kaltschnäuzigen Person. Was ist? Hat sie es umgebracht, aus Eifersucht? Ich meine, die Ermittlungen sind ja noch gar nicht abgeschlossen. Deshalb bin ich ja hier. Ja, ja, logisch, verstehe ich vollkommen. Erinnern Sie sich zufällig an den Abend des 6. Oktober? 6. Oktober, was war denn das für ein Wochentag? Ja, das war der Montag voriger Woche. Montag, ja, was war jetzt da? Ach ja, richtig. Das war ja der erste Montag im Monat. Abends. Da war ich beim Kegeln. Beim Kegeln? Ja, im Pfarrheim. Lauter Damen, nicht, dass Sie meinen. Bitte Sie, das geht mich ja überhaupt nichts an. Haben Sie da die Frau Berg am Montagabend heimkommen sehen? Ja, das habe ich. Wann ist sie denn da heimkommen? Ja, jetzt warten's. Um 8 Uhr war das Kegeln zu Ende. Da braucht nämlich der Herr Kaplan die Kegelbahn immer für den Borromäusverein, wissen's. Ja, und so 8:15 war ich zu Hause.
Und kurz danach habe ich sie dann gleich gesehen. Sind Sie sicher? Ja, da bin ich ganz sicher. Ich kam nämlich zufällig aus der, also bitte, rein zufällig, aus der Wohnungstür. Und dann habe ich gesagt zu ihr, guten Abend, Frau Berg. Weiter bin ich gar nicht gekommen. Da hat sie schon gesagt, guten Abend, Frau Zöfzger. Und weg war sie, in ihrer Wohnung. Vielen Dank. Wieso war das alles? Vorerst ja. Ja, dann danke ich bestens. Ja, Frau Berg, Sie können gehen. Ich kann gehen? Ja, Sie können heimgehen. Frau Seufzger hat Ihre Aussage bestätigt. Wo hast du die Pistole? Die Pistole? Komm, gib mir die Pistole. Ich hatte unterwegs Zeit zum Nachdenken. Es wird zwar nicht viel helfen, aber ich werde die Pistole verschwinden lassen, wenigstens das ich. Ich weiß ja schon an den Weg, die Polizei wird sie nie finden. Ich habe keine Pistole. Du wirst doch nicht so wahnsinnig gewesen sein und selber die Pistole, ich meine die Pistole, hast du sie weggeworfen? Ich habe keine Pistole. Gib mir die Pistole. Gib mir doch die Pistole. Ich habe keine Pistole. Ich bin es nicht gewesen. Ich bin doch nur bei ihr gewesen, weil ich habe ihr nichts getan. Du bist also bei ihr gewesen. Menschenskind, wer hat dir denn gesagt, dass du da hingehen sollst? Ich wollte sie doch nur bitten, dass sie aufhört, dir nachzulaufen und dich zu quälen. Ich habe als dein Mann das Recht, die Aussage zu verweigern. Vor der Polizei und vor Gericht. Auch wenn ich weiß, dass... Ich war es nicht. Glaub mir doch bitte. Ich war es nicht. Wer soll es denn dann gewesen sein? Gestatten Sie? Ja, wenn es sein muss. Danke, Herr Feigl. Ich bin von der Zeitung. Sie kennen mich? Selbstverständlich, Herr Feigl. Wenn Sie mich wirklich kennen, denn Sie wissen, dass Sie das nicht morgen mit einem Journalisten an einem Tisch sitzen. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Die Zeitung von morgen. Die lese ich nicht, die ist mir zu blöd. Die vielleicht nicht. Sie lesen nicht, Mann. Das habe ich selber recherchiert. Also, wenn Sie was wissen wollen, dann gehen Sie in die Pressestelle im Polizeipräsidium zum Herrn Kistler, den werden Sie erkennen. Vielleicht will ich nicht von Ihnen was erfahren, sondern Sie von mir. Ich von Ihnen? Woher wissen Sie eigentlich, dass Sie mich da hier antreffen? Das ist doch Ihr Stammlokal. Das hat sich schon so weit herumgesprochen. Da wird Zeit, dass ich's wechsle. Christel, zahlen. Aber Herr Feigl, lesen's doch. Morgen lesen's. So. Der Rechtsanwalt war schon seit Jahren mit der Brendel befreundet. Sorry. Ja. Herr Feigl, also Knödelsuppen, ja. Dann ein Rindsbraten, ja? Ja, und ein Reis extra. Der kostet nichts. Ein Rindsbraten, ein Topfenomelett. Ja, und ein Sliwowitz. Ah ja, den hätte ich bald vergessen. Und vier Bier, gell? Vier Bier, ja. Und mir können Sie auch ein Bier bringen. Ist schon recht. So, was kriegen wir denn jetzt? 22 Mal Frau. Brendel hatte schon seit Jahren ein Verhältnis mit dem Berg. Ja, wissen wir. Schauen Sie, so stimmt's. Okay? Dankeschön, Herr Feigl. So. Trinkst du das Bier noch? Ach, gewiss nicht, nein. Okay. Von wem wissen Sie das? Vom Berg. Und dann wissen Sie auch, dass er in der Mordnacht in München war? Warum ist noch von uns keiner draufgekommen? Ich lese dieses Blatt nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ein Reporter dieses Blattes hat alle Tankstellen abgefahren und festgestellt, dass der Berg in der Tatnacht von Ringsburg nach München gefahren ist. Da muss ein Reporter drauf kommen. Meine Herren Kollegen kommen ja nicht auf solche Ideen. Ja, leider. Keiner von uns drei. Ja und? Was ist denn? Vielleicht bemüht sich einer der Herren in ein Auto und fährt nach zu dem Tankwart. Ich kann ja schlecht einem Haftbefehlsantrag als Begründung einen Zeitungsausschnitt beilegen, oder? Ich gehe ja schon. Wie heißt denn der Tankwart überhaupt? Und wo ist er? Steht alles in der Zeitung. Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie vielleicht der Herr Riffler? Nein, der ist da drin. Da drin, danke. Was ist los? Entschuldigen Sie, Sie sind der Herr Riffler? Ja. Sind Sie auch von der Zeitung? Lenz, Kriminalpolizei. Ja, aber ich hab doch Brotzeit jetzt, das sehen Sie doch. Ja, das macht nichts. Lassen Sie mich weiter. Sie brauchen außerdem nichts reden, nur nicken. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Das heißt, ja. Der hat in der Nacht von 6. auf 7. Oktober hier getankt. Waren Sie da, haben Sie da Dienst gehabt? Ja. Also wissen Sie, den Mann, den hätte ich nicht erkannt. Aber
Die haben schon erkannt, weil er nämlich einen gelben Peugeot gefahren hat. Genauso wie mein Bruder. Ja, und dann habe ich mir ihn genau angeschaut. Also Sie sind absolut sicher, dass es war? Ja, absolut, hundertprozentig. Da können Sie es verlassen. Ja, danke schön. Ja, bitte. Ja. Frau Obernäder von Passau. Das ist die Tante von der Brindl. Ich denke, die sind hier in Teneriffa. Sie soll doch einen Moment warten. Sagen Sie mal, heute müsste doch der Berg wieder in München sein. Ja, abends. Je nachdem. Das Gericht in seinem Prozess verkündet heute das Urteil. Tät mich interessieren, wann er zurückkommt. Mach ich schon. Frau Obernäder. Bitte schön. Danke. Ihre. Nehmen Sie doch Platz. Sie sind die Tante von der Ulla Brendl. Ja, mein Beileid, gell? Sitzen Sie doch hin. Dankeschön. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. So ein gutes Mädel. Ja, ja, ich kann mir schon denken, wie ihn zumut ist, aber... Ich war für mich wie ihr eigenes Kind. Ich hab's doch aufgezogen. Traurige Sache, ja. Aber ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Sie sind die einzige Verwandte. Ja. Jetzt habe ich niemanden mehr. Man hat Ihnen wahrscheinlich gesagt, dass Sie wegen der Freigabe der Leiche kommen müssen. Ja. Und vom Nachlassgericht bin ich auch verständigt worden. Ja. Wenn es die einzige Erbin sind? Nein. Ich will nichts, Herr Kommissar, glauben Sie es. Ich tät alles drum geben mit meiner Ulla noch. Und jetzt, wenn die Apotheke mir gehört, ja, was soll ich denn da machen? Wie soll ich denn das machen? Die Apotheke? Was sind für Apotheken? Die von der Ulla, von meiner Nichte halt. Da hat's doch bloß gearbeitet. Die gehört ja doch nicht. Ja, direkt nicht, aber... Was? Nein. Hätte ich das jetzt womöglich nicht sagen dürfen. Ja, freilich, aber jetzt erzählen Sie es mal ganz genau. Also der Herr Apotheker, der Herr, ich habe ihn ja nicht kennt. Also der Herr Verlobte von meiner Nichte, der hat... Was, der Apotheker soll der Verlobte von ihrer Nichte gewesen sein? Täuschen Sie ihn doch nicht. Aber nein, woher denn? Das hat's mir doch oft erzählt. So? Freilich. Und er hat ja die Apotheke überschrieben. Also er hat halt ein Testament gemacht. Soll er ein älterer Herr sein? Also von einer Überschreibung wissen wir da gar nichts. Wann soll denn das gewesen sein? So genau weiß ich das nicht mehr, aber so 8 Jahre sind es bestimmt. Sind Sie da sicher? Ich meine jetzt nicht wegen dem Zeitpunkt, sondern dass ihr die Apotheke überschrieben worden ist. Ganz sicher, Herr Kommissar. Und drum, aber was soll ich denn da jetzt machen? Dann machen Sie einmal gar keine Gedanken. Das wird sie schon finden. Entschuldigung. Der Herr Berg wird heute Nachmittag in seiner Kanzlei zurückerwartet. Ich weiß nicht, ob der Herr Rechtsanwalt heute überhaupt noch kommt. Doch, doch, der kommt schon. Er hat in Regensburg zu tun. Ja, heute kommt er aus Regensburg zurück. Wenn es eine dringende Sache ist, können Sie ja mit dem Herrn Referendar... Nein, nein, ich muss schon mit Herrn Rechtsanwalt selber sprechen. Ach so, da kann ich Ihnen nicht garantieren, dass er bald kommt. Ich erwarte schon. Sie war schon tot. Sie war schon tot? Ja, ich bin in die Wohnung gegangen. Wie bist denn da nicht gekommen? Ich habe noch Schlüssel gehabt. Ah ja, und? Sie ist dargelegen. Tot. Erschossen. Das soll dir ein Mensch glauben. Wer hat's denn gebracht? Ich weiß nicht. Deine Frau? Warum bist du überhaupt in der Nacht wieder nach München zurückgefahren? Weil ich Angst hatte. Angst? Wovor? Ich habe am Abend angerufen bei der Ulla. In der Nacht noch spät. Die hat sich nie gemeldet. Naja, da habe ich gefürchtet, dass sie sich was antut, wie es früher schon mal angedroht hat. Und deswegen bist du in der Nacht von Regensburg nach München gefahren. Also nehmen wir mal an, es war so, wie du sagst. Du kommst nach München, gehst in die Wohnung, die Brendel liegt tot da. Ja, warum bist du denn nicht zur Polizei gegangen? Weil ich genau gewusst habe, dass man mich als Ersten verdächtigt. Und weil Regensburg ein bombensicheres Alibi war. Du glaubst mir nicht? Kein Wort. Du machst einen großen Fehler. Warum haben Sie entgegen meinen Anweisungen keinen Haftbefehl gegen Frau Berg beantragt? Ja, weil es nicht mehr notwendig war, Herr Staatsanwalt. Und warum?
Es hat sich herausgestellt, dass der Berg in der Tatnacht heimlich nach München zurückgekehrt ist, ohne seine Gastgeber dort zu verständigen. Wahrscheinlich und natürlich, um sein Alibi zu halten. Der war auch in der Wohnung von der Brendel. Soweit gibt das sogar zu. Das stimmt nicht, Herr Feigl. Natürlich stimmt es, Herr Staatsanwalt. Nein, ich habe das Geständnis des Mörders. Beziehungsweise der Mörderin. Ach so? Ja, Frau Berg. Frau Berg hat eben ein Geständnis abgelegt und Frau Berg ist bereit, das Geständnis beim Ermittlungsrichter zu wiederholen. Und Sie, Herr Feigl, werden jetzt so freundlich sein und Frau Berg zum Ermittlungsrichter begleiten. Tja, aber die Frau Berg, die hat doch... Einen Moment. Moment, ja, die ist doch um 8:30 daheim gewesen, dafür gibt's Zeugen. Und dann ist doch... Frau Berg, bitte. Die Brendel noch vor Mitternacht... Frau Berg ist gegen Mitternacht noch einmal zur Brendel gefahren. Und da hat sie niemand gesehen. Auch nicht die Rentner. Und die Tatwaffe? Hat Frau Berg in der Nacht noch von der Reichenbachbrücke in die Isar geworfen. Stimmt das, Frau Berg? Ja. In die Isar? Ja. Ja, bitteschön. Herr Berg ist nur vorläufig von Ihnen festgenommen. Ja, ich habe den Haftbefehlsantrag dabei. Ich meine den Entwurf. Ja, das hat sich ja wohl erledigt. Sobald der Haftbefehl gegen Frau Berg eröffnet ist, gehen Sie bitte mit Frau Berg an die Isar und suchen nach der Tatwaffe. Bitte nehmen Sie Ihre Spezialisten mit. Sie haben ja Spezialisten für sowas. Frau Berg wird Ihnen die Stelle zeigen. Guten Tag. Wir haben nichts gefunden. Ist es möglich, dass es die Waffe, in die 14 Tage zugeschüttet hat oder weggeschwemmt? Ist es möglich? Ja, hilft alles nichts, müssen wir weitermachen. Frau Berg, wissen Sie das genau, dass Sie die Pistole auf dieser Seite von der Brücke runtergeschmissen haben? Kann das nicht auf der anderen Seite gewesen sein? Das weiß ich nicht mehr genau. Es könnte auch auf der anderen Seite gewesen sein. Wo haben Sie die Waffe überhaupt hergehabt? Gehört die Ihrem Mann? Nein. Ja, woher dann? Die habe ich am Bahnhof gekauft. Am Bahnhof? Von wem? Ich weiß nicht. Von einem Ausländer. Danke. Herr Berg, bitte kommen Sie mal. Haftbefehl ist eröffnet. Nein, nein, Sie sind frei. Frei? Es gibt keinen Haftbefehl. Ja, wieso? Nicht gegen Sie. Ja, aber... Ihre Frau hat... Meine Frau? Ihre Frau hat den Mord gestanden. Sie ist von ganz allein zum Staatsanwalt gekommen und hat ihm alles erzählt. Du glaubst ja nicht, dass ich dich jetzt noch bemitleide. Mitleid hast du mit dir selber genug gehabt. Außerdem hättest du als Rechtsanwalt wissen müssen, dass halbe Wahrheiten schlimmer sind als Lügen. Ich jedenfalls glaube an das Geständnis deiner Frau nicht. Dass sie... Ach, die Ulla. Ich meine, die Brendel, einen Freund gehabt vor dir. Warum fragst du das? Wisst ihr doch sicher. Ob du es weißt, will ich wissen. Der Apotheker. Der ihr die Apotheke und das Haus vermacht hat. Aber das hat er doch alles widerrufen. War das ein notarielles Testament? Soviel ich weiß, ja. Bei welchem Notar? Wir haben nicht darüber gesprochen, ich weiß es nicht. Herrgott! Wen willst du eigentlich schonen? Die Brendel ist tot und deine Frau... Hör auf, ich weiß es. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Schaut sehr feig, was ihr da habt. Der Frosch haben wir dann Waffenschein oder Pistole? Geht der Schanz. Ja, da müssen wir ja... Was ist schon geschehen? Was ist geschehen? Der Brettschneider holt sich die Waffe zur Überprüfung. Lenz, das kann unter Umständen das Schlechteste sein. Und da haben wir noch ein Ermittlungsverfahren gegen Froschhammer aus dem Jahre 1974. Ach, das schon her. Rauschgift. Und wie ist das ausgegangen? Er ist eingestellt worden. Konnte nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden, dass er mit Rauschgift geschoben hat. Und da ist der... Wo ist er? Ah, da ist er. Einstellungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft. Da hat der Apotheker seinen Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge gezogen. Sagen Sie mal, haben Sie schon unter Brendel Ulla noch geschaut bei Rauschgift? Ja, nein. Ja, dann tun Sie das bitte. Das Beutel. Das Beutel. Ja? So, und du kannst jetzt machen, was du willst. Jedenfalls darf deine Frau nicht länger hier in einer Zelle sitzen. Unschuldig. Unschuldig? Ja, hast du denn immer noch nicht begriffen, dass sie das alles deinetwegen gemacht hat, um dich zu entlasten? Bist du sicher, dass wir... Von sicher kann gar keine Rede sein. Aber es gibt so ein Gespür, weißt du, in der Nase. Und das habe ich gerade. Und darum muss was geschehen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, logisch, dass der Heiko einen Nachtdienst hat. Der da wohnt. Geh, ruf zu meinem Lenz an. Ja, Lenz. Ja, natürlich ist er ausgeflogen. Ja, das mit der Pistole war das Blödeste überhaupt zu machen. Okay. Wohnt er in dem Haus, wo die Apotheke drin ist? Edlinger Platz 4. Aha, ja. Gut, ja, hoffen wir's. Ende. Wir haben Sie holen müssen. Wegen dem Nachlassgericht. Wegen was bitte? Wegen dem Nachlassgericht. Also,
Wegen der Ulla Brendel natürlich. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe meine Aussage doch schon gemacht. Ja, das ist richtig, Herr Froschammer. Ich lese Ihnen eine Passage vor. Um das Privatleben habe ich mich nicht gekümmert. Und da weiter unten, persönlich habe ich Sie so gut wie nicht gekannt. Ja, was ist? Und was ist das? Schussproben. Danke, Lenz. Das ist legal. Ich habe einen Waffenschein. Die war es nicht. Nein, die war es nicht, Herr Froschammer. Aber warum? Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie der Brendel Ihr Haus und Ihre Apotheke vermacht haben? Das widerrufe ich. Das widerrufe ich. Ja, jetzt ist schon spät. Das brauchen Sie nicht mehr. Sie ist ja schon tot, nicht? Warum haben Sie es jetzt schon viel früher widerrufen? Sie haben doch gewusst, Sie den anderen. Ich habe gewusst, dass das nicht ewig dauern wird. Sie wird zu mir zurückkommen. Und warum haben Sie die andere Pistole mitgenommen? Nicht die? Sie haben vorgehabt, falls sie nicht zurückkommt. Aufhören.